Dies, meine lieben Raucher, Nichtraucher, Dampfer und Tütengaser, ein neues fantastisches Video. In diesem Video stelle ich euch, wie versprochen, eine neue Kamera vor. Hier ist der Karton, und zwar von der Firma Insta, und zwar das Modell IN9408 2K Plus. Das ist eine Kamera mit 2560 x 1440 Pixeln. Also eine 2K Plus Kamera. Das Bild wird gerade von der Kamera aufgenommen, der Ton wird gerade von der Kamera aufgenommen und made in Germany. Die Kamera ist made in Germany, die Firmware ist made in Germany, die Server sind alle in Germany. Also deutscher geht's gar nicht. Also es ist die letzte, würde ich mal sagen, hochwertige, große Firma, die hochwertige, vernünftige Überwachungslösungen herstellt. Sie kosten zwar eine Mark, aber sie sind extrem hochwertig, langlebig und werden auch extrem über Jahre gepflegt von der Firma Insta. Also wirklich ganz, ganz toll. Es gibt ein Insta-Wiki, es gibt ein Insta-Forum und Verbesserungsvorschläge fließen da ein und werden gegebenenfalls, wenn es sinnvoll ist, umgesetzt. Sehr, sehr flexibel einsetzbar. Also eine Kamera für Kamera-Profis und für Leute, denen nur das Beste gut genug ist. Also wir sehen uns drüben auf der Couch. Ich werde euch dort die Kamera, die Insta-IN9408 2K Plus vorstellen. Brandneu das System. Und sehr, sehr geil. Peace und tschüss. Bis gleich. Meine lieben Raucher, Nichtraucher, Dampfer und Tütengaser, ein neues fantastisches Video. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich zwischen Weihnachten und Neujahr euch eine neue Kamera vorstellen werde. Die geht morgen, geht die hier weg. Deswegen habe ich dieses oder schiebe ich dieses Video noch rein. Heute geht es um eine Insta, die IN9408, wie ihr schon am Anfang des Videos gesehen habt. Das habe ich ja mit der Insta gefilmt, den Vorspann. Heute geht es um diese Kamera, aber bevor wir dazu kommen, müssen wir mal jetzt das Wörnchen reden, meine lieben Freunde. Aber bevor wir machen wir ein bisschen Smalltalk. Was ist es? Das ist hier eine Insta IN9408 2K. Steht hier drauf. Ja, und hier seht ihr auch schon die Auflösung. Habt ihr ganz am Anfang auch gesehen. Das ist Thema dieses Videos. Um diese Kamera geht das. Das ist der neueste Spross der Firma Insta. Das ist also momentan das modernste System, was Insta in den Markt geworfen hat. Das ist relativ neu. Das ist sogar so neu, dass ich die Kamera nur per OnViv in meine Synology einbinden kann. Mir schlecht als recht. Also nur mit der Full-HD-Auflösung funktioniert das in der Synology. Und die Alarmierungen der Kamera werden gar nicht an die Synology gemeldet. Damit kommt die Synology gar nicht klar. Es gibt noch kein Preset dafür. Ich nehme aber an, Insta wird da sicherlich schon Synology, der Firma Synology, ein Muster, ein Sample zugeschickt haben, damit die aufgenommen wird. Weil in der Synology Surveillance Station sind schon jede Menge Presets drin für die üblichen Insta-Produkte. Aber wie gesagt, das Ding ist so neu, dass es noch gar nicht vorhanden ist da. Zeige ich euch nachher oben am PC. Ne? Also für dieses Video braucht ihr noch ausnahmsweise ein letztes Mal einen langen Atem. Was kann diese Kamera? Wir kommen da gleich zu. Der Karton ist auch richtig schwer. Das Ding ist massiv. Also wie man es von Insta kennt. Also wirklich gute Qualität. Das Modell, wie gesagt, nennt sie IN. Jetzt gehen wir rüber. Und jetzt galoppieren wir hier mal durch. IN9408 2K Plus. Das ist die steht hier auch LAN-WLAN-Variante. Die gibt es auch in der PoE-Variante. Aber da, wo sie installiert werden soll, soll die per WLAN laufen. Deswegen habe ich die in der WLAN-Variante hier in Weiß. Wie gesagt, die gibt es in Schwarz und Weiß. Ich habe sie hier in Weiß. Was hat das Teil? Hat ein Sony Starvis-Sensor, also gute Hardware verbaut. Sony Starvis-Sensor. 2K CMOS-Sensor ist das. Also schon was Anständiges. Hat einen Blickwinkel von 90 Grad. Da hätte ich mir ein bisschen breiteren Blickwinkel geholt. Aber die Objektive kann man da wohl auch tauschen. Jedenfalls ein 4,3 mm Objektiv ist da eingebaut. Ein bisschen mehr als 90 Grad wäre schön, aber 90 Grad geht auch. Seht ihr nachher noch in den Beispielen. Hat
Infrarot-Nachtsicht Strahler, und zwar die guten, die richtig Feuer haben. Fünf Stück verbaut, die arbeiten im 850 Nanometer Bereich, Infrarot-LEDs, ist IP66 zertifiziert, also ist wasserdicht, kann bis minus 1000 Grad und kann man sogar in der Sonne versenken. In der Sonne, unser Zentralgestirn, könnte man sie wahrscheinlich reinschmeißen, das wird sie überleben. Nein, wohl nicht, aber man kann sie draußen hinhängen. Regen, Sturm, Hagel, Schnee, was gibt's noch? Und wüstenartige Situationen kann die Kamera locker verknusen. Wir werden es nachher auch am Aufbau sehen. Das Ding ist überall abgedichtet und also wirklich, wirklich ganz toll. Aber das ist bei Insta im Grunde genommen nichts Ungewöhnliches. Ist eine der ersten Kameras, die eine künstliche Intelligenz eingebaut haben, eine KI. Ja, also die künstliche Intelligenz als Objekterkennung. Also die Kamera kann jetzt Hunde detektieren, also könnte Hunde, ja, Hunde über die Audiofraktion, kommen wir gleich zu. Also kann Menschen detektieren, hat eine Human-Erkennung und eine K-Detektion oder eben nur Menschen kann man einstellen oder Menschen und Autos oder nur Autos. Also das erkennt die Kamera per künstlicher Intelligenz, ist eigentlich nichts Neues, aber haben die sich auf ihre Fahnen geschrieben. Endlich mal ist es soweit, da ist Insta ein bisschen hinterher, weil bei Insta ist es immer so, dass die Updates, die Kameras sind ja nicht schlecht, die funktionieren ja über Jahre. Und Insta gehört nicht zu den Herstellern, die alle paar Monate ein neues Modell auf den Markt schmeißt. Also die pflegen ihre Kameras über Jahre. Jetzt war es wieder soweit, jetzt haben sie wieder nachgerüstet und also die eigentlich die aktuellen Features mit eingebaut. Ich vergleiche die natürlich auch immer mit diesen Engel-Produkten, die ich hier eigentlich liebe. Das sind ja Hikvision-Produkte eigentlich, Hikvision-OEM-Produkte. Also die sind ja echt brutal, ne? Und damit vergleiche ich das natürlich so ein bisschen. Auch aufgrund der Kostensituation. Was kostet diese Kamera? Kommen wir gleich mal zu den Kosten. Bei Insta auf der Homepage kostet sie 2,99. Also ihr merkt schon, das ist ein hochpreisiges System. Das ist auch das Neueste und denke ich mal das Geilste, was Insta momentan im Portfolio hat. Die PoE-Version kostet, glaube ich, auch 2,99. Das ist hier, wie gesagt, die, wo also über den Ethernet-Port, bei der PoE-Version über den Ethernet-Port auch die Stromversorgung mit hergestellt werden kann, wenn man es dann möchte. Und hier ist es eben so, Stromversorgung und eben das Ganze datentechnisch läuft über WLAN. Und, achso, bei den Kosten waren wir ja. 2,99 kostet sie bei Insta auf der Homepage. Egal ob schwarz oder weiß, das ist wurscht. Und egal ob PoE-Version oder die Ethernet-WLAN-Version, die ich hier habe, auch 2,99. Wenn dem nicht so sein sollte, dann blende ich das hier nochmal ein. Und bei Amazon findet ihr sie auch für 2,99. Also könnt ihr auch im Grunde genommen, wenn ihr wollt, auch direkt bei Amazon bestellen. Bekommt ihr die Kamera auch von Amazon, wenn ihr Amazon-Kunde seid. Link findet ihr, wie gesagt, unter dem Video. Könnt ihr bei Amazon bestellen. Hat einen passiven Infrarotsensor, also eine wärmeempfindliche Bereichserkennung. Und zwar ist das hier dieser PIR-Sensor, den ihr hier unten habt. Den kann man auch noch koppeln. Das heißt also, man kann auch noch sagen, zeichne und detektiere nur einen Alarm, wenn die PIR, also wenn der Infrarot-Wärmesensor angeschlagen hat, plus eben die Software Objekterkennung, also als Mensch oder Auto zum Beispiel, oder nur Menschenerkennung. Das kann man sozusagen kombinieren, also so eine Art Unverknüpfung, ne? Der PIR-Sensor hat angeschlagen, schon mal Schritt 1, aber eben macht noch keinen Alarm, weil Perle hat spezifiziert, PIR-Sensor und eben ein Mensch muss zu erkennen sein. Dann mach erst einen Alarm. Das bedeutet natürlich, dass natürlich die Fehlalarme durch diese PIR-Geschichte, das ist ziemlich clever gelöst hier, massiv reduziert werden. Das tendiert fast gegen Null, ne? Wenn man das clever genug einstellt. Also wirklich eine tolle Geschichte. Haben auch nicht ganz so viele Kameras. Die meisten Kameras funktionieren, da läuft das Ganze optisch. Das funktioniert auch mittlerweile sehr, sehr gut. Aber das ist natürlich top-notch. Ne? Also das ist wirklich clever gelöst. Hier unten dieser Infrarot-Wärmesensor, der verknüpfbar ist. Dann hat er natürlich eine Bewegungserkennung noch per Software. Man kann diesen PIR-Sensor auch ausschalten und sagen, okay, mach's konventionell, wie bei allen anderen Kameras auch. Würde ich aber nicht unbedingt empfehlen, aber ihr könnt das natürlich entsprechend ausprobieren. Es kommt natürlich auch immer auf den Anwendungsfall an. Hat natürlich Push-Nachrichten, fällt die Licht jetzt in der Ecke, Push-Nachrichten für Smartphone. Also ihr bekommt auf euer Apple-Device, auf euer iPhone oder eben auf euer Android-Handy. In dem Fall, wenn sofort ein Alarm detektiert worden ist, so ihr das hinterlegt habt hier in dem System, in der Firmware,
wie das geht, zeige ich euch noch, kriegt ihr sofort eine Push-Nachricht, ne? Über die Insta-App, die ihr aufs Handy installiert habt. Ja, Push-Nachricht. Dann hat das, kann man das Teil ins 2,4 GHz WLAN einbinden. Das ist ja die WLAN-Variante. Und natürlich auch 5 GHz geht auch. Und mit der Verschlüsselung WPA3. Das ist ganz selten, dass Kameras jetzt schon WPA3 haben. Die hatte schon. Also die Verschlüsselung WPA3. Also das aktuellste, was momentan im Markt verfügbar ist. Das ist natürlich schon sehr, sehr cool. Apple HomeKit kann ich nicht ganz so viel sagen. Ich habe hier keine Apple-Produkte. Aber die Kamera ist auch Apple HomeKit fähig oder sollte es in Kürze sein? Ich glaube, da arbeitet Insta gerade dran. Wie weit die da sind, habe ich mich noch nicht so richtig kundig gemacht. Also Apple, allen Apple-Usern wird das wahrscheinlich was sagen. Apple HomeKit ist mit dem Teil auch möglich. Ist MQTT, unterstützt MQTT, also Hausautomatisierungsgeschichten, Smart Home, Stichwort Smart Home, unterstützt das ganze System auch. Handy-Apps gibt es natürlich auch. Einmal für Android, für iPhone, das habe ich mir hier auf der Rücken. Genau, iPhone, Android, das iPad, Windows Phone 8 gibt es auch eine App. Und sogar für den BlackBerry. Das ist das einzige System, was wirklich alle gängigen, smarten, tragbaren Computer unterstützt. In App-Form. Das ist natürlich cool. Ja, hat natürlich alle Verschlüsselungen an Bord. Man kann per HTTP auf die Kamera zugreifen, aber auch verschlüsselt HTTPS mit SFTP und FTPS kann man auch Sachen verschicken lassen, komplett verschlüsselt. Mit dieser Kamera habt ihr auch ein DDNS, eine DDNS-Adresse. Das heißt also, eure IP wird über die Kamera sozusagen aufgelöst, so dass ihr aus der ganzen Welt auf eure Kamera zugreifen könnt, wenn ihr den entsprechenden Port freigegeben habt oder wenn ihr eben Point-to-Point-Protokoll nutzt. Ja, was haben wir hier noch? Und natürlich, klar, E-Mails kann man sich auch zuschicken lassen. Im Alarmfall schickt eine E-Mail zu. Das kann man dann konfigurieren mit zum Beispiel 5 Bildern als Anhang, damit man weiß, ah, alles klar, da war was los. Wobei ich E-Mail persönlich nicht ganz so schick finde, weil E-Mails werden ja nicht in Echtzeit sozusagen transportiert, sondern werden vom Smart Device dann immer alle 2 Stunden mal abgerufen. Ja, dann ist das schon gelaufen, unter Umständen 2 Stunden alt, die Information. Da finde ich das mit den Push-Nachrichten, was ja auch geht, natürlich wesentlich intelligenter. Man kann hier als Admin drauf zugreifen und natürlich alles komplett verstellen und umstellen und einstellen und wie man konfigurieren, wie man es denn gerne haben macht. Man kann auch Benutzer definieren, die haben dann nicht ganz so viele Optionen oder sogar Gastzugänge spezifizieren. Ich hatte mir auch überlegt, dass die Kamera hier eine Woche nach diesem Video als im Gastzugriff laufen zu lassen, funktioniert aber nicht, weil ich die nächste Woche schon installiere. Und zwar nicht hier. Hat einen Haustiermonitor, klingt jetzt kompliziert, Haustiermonitor, hat ein Mikrofon verbaut, sprich auch über das Mikrofon werden Alarme detektiert, das sprich, wenn der Hund bellt und Alarm macht, bekommt ihr auch eine Push-Nachricht, wenn ihr das denn wollt. Also ein sehr empfindliches Mikrofon, habt ihr ganz am Anfang dieses Videos gehört, ist da verbaut, also was wirklich gut funktioniert. Also das ist aber in letzter Zeit auffällig, dass die Mikrofone immer hochwertiger und besser werden. Fotoserien kann man damit automatisch erzeugen lassen. Sprich, man hängt die Kamera hin und dann kann man sagen, alle 2 Stunden machen wir ein Foto. Und dann speichert er eben alle 2 Stunden ein JPEG auf der SD-Karte. Übrigens, der SD-Karte ist hier schon fest verbaut. Ihr braucht keine SD-Karte kaufen. Hier ist eine 32 GB SD-Karte schon in der Kamera drin. Anschließend loslegen. Man muss nicht noch irgendwas zusätzlich kaufen. Man kann bis 256 GB die SD-Karte aufbohren, wenn man dann mit den 32 GB nicht hinkommt. Aber mit den 32 GB seid ihr erstmal schon mal ganz gut beraten. Also da passt schon ein bisschen was drauf, ne? Ja, Fotosierung hatte ich erzählt. Videoaufnahmen kann man damit machen. Videoaufnahmen auf der SD-Karte, wie gesagt. Also alle Alarmvideos oder eben auch, man kann auch Daueraufnahmen machen. Da wird man bei einer Daueraufnahme, bei einer 24 Stunden rund um die Uhr Aufzeichnung, wird man mit einer 32 GB Karte natürlich nichts. Allerdings kann man die austauschen. Bis 256 GB verknust die Kamera, kann man auch noch massiv aufrüsten, ne? Natürlich hat die Kamera natürlich auch einen Alarmzeitplan, also die üblichen Standardgeschichten zeige ich euch nachher. WLAN, genau, das ist ja hier die WLAN-Variante. Im WLAN M802.11ac funktioniert die Kamera maximal, was den Speed angeht, mit 433 Megabit funktioniert ja das 802.11ac. Natürlich auch andere BG, was es alles gibt, diese ganzen Zwischenschritte beherrscht sie natürlich auch. WPS-Setup hat die, finde ich persönlich nicht
ganz so schön, das WPS-Setup, aber so könnte man sozusagen per Knopfdruck die Kamera ins WLAN reinbringen. Ich zeige euch nach einem anderen Weg, den ich persönlich ein bisschen intelligenter finde. Es gibt mehrere Optionen, wie man die Kamera sozusagen in das eigene Heim einbinden kann, aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Das ist eine Kamera, da muss man schon ein bisschen Hand anlegen und muss ein bisschen dran arbeiten, bis das ganze Einsatz oder Montage fertig ist. Ja, DDNS wird einem hier angeboten, ein DDNS, kann man auch für andere Sachen benutzen, finde ich echt gut. Und natürlich ein Point-to-Point-Protokoll beherrscht die Kamera natürlich auch, was die ganze Einbindung noch ein bisschen einfacher macht. Mikrofon ist eingebaut, das Mikrofon findet man unter dem PIR-Sensor, zeige ich euch nachher noch. Man kann zusätzlich noch Lautsprecher da anschließen, innen drin kann man noch Lautsprecher andocken, wo zum Beispiel der Alarmton ausgegeben wird. Aber dazu braucht man natürlich erstmal, hat einen Lautsprecherausgang. Dazu müsste man da einen kleinen Mini-Verstärker basteln und an diesem Mini-Verstärker zum Beispiel nochmal Lautsprecher anbauen. Also man kann dann auch nochmal akustisch, also richtig Alarm machen, dass er einen Alarm auch noch akustisch rausfeuert. Das ist aber optional, das ist hier natürlich nicht mit dabei. Ne? 4 Privatsphärezonen kann man einstellen, also Sachen schwärzen. Klar, wenn man natürlich irgendwas filmt, was dem Nachbarn gehört oder öffentlicher Bereich, dass man das schwärzen kann. 4 Alarmbereiche hat man. Würde ich auch empfehlen, komme ich nachher nochmal in den Konfigurationspart. Das ist bei Insta eigentlich typisch, dass man nicht 3 abschaltet und ein großes nimmt, sondern eher 4 kleine Bereiche nimmt. Da kommen die Kameras wesentlich besser mit zurecht. Zeige ich euch nachher noch. FTP-Upload. Beherrscht die Kamera natürlich, klar, dass die Alarmvideos dann per FTP zum Beispiel auf eure Fritzbox zum Beispiel kopiert werden, wo immer die auch stehen mag, überhaupt gar kein Problem, oder eben euer NAS-Server. Das ist auch möglich. E-Mail-Alarme, wie gesagt, ihr bekommt eine E-Mail mit angehängten Bildern, die auch noch, was die Menge angeht, spezifizieren könnt. Ist möglich, ein Alarmvorlauf von 3 Sekunden hat das System, sprich, wenn ein Alarm detektiert wird, die ersten 3 Sekunden werden immer gepuffert und fließen auch in den Alarm ein. Ein modulares Web-Interface besitzt die Kamera. Und das ist eben der große Vorteil an diesem Insta-System. Ich habe euch ja schon ein paar vorgestellt. Ihr kennt dieses, oder einige von den alten Stammzuschauern, die werden dieses Web-Interface kennen. Das ist hier nochmal massiv aufgebohrt worden. Das ist wirklich vorbildlich, was Insta da macht. Weil Insta programmiert auch dieses Web-Interface hier in Deutschland. Die Server stehen hier in Deutschland. Alles ist hier in Deutschland. Also wirklich ganz, ganz fein, steht das hier auch irgendwo drauf? Ja, steht hier Made in Germany. Nicht umsonst steht hier Made in Germany. Auch die Firmware ist Made in Germany. In den Foren kann man da sagen oder Insta schreiben, ich hätte an dieser Kamera noch die und die Idee. Das würde sich vielleicht anbieten oder was den Funktionsumfang angeht. Da könnte Insta drauf reagieren und das in die zukünftige Firmware mit einbauen. Ich hatte das auch. Ich habe die Kamera angeschlossen und was war? Rucki zucki, das allererste war, Achtung, es gibt eine neue Firmware, die habe ich dann gleich aufgespielt, ne? Also die Kameras werden über Jahre von Insta gepflegt. Das ist natürlich auch eine tolle Sache. Das heißt, sie verbessern sich immer weiter und der Funktionsumfang wird immer weiter ausgerollt von Insta, weil das eben kurze Wege sind. Man schreibt eine E-Mail, ist sofort bei der Firma Insta und da sitzen auch die Programmierer, die Firmware programmieren. Und das Schöne an diesem System ist, sie sind noch erweiterbar. Also hier ist es so, da ist noch so viel Speicher drauf. Also da sind Speicher verbaut, die noch so viel Luft nach oben haben, dass man da viele coole Funktion auch für die Zukunft einbauen kann. Was bei den alten Insta-Systemen eigentlich nicht mehr funktioniert, weil die vom Speicher so klein sind, die sind schon ziemlich voll. Da kann man nicht mehr ganz so viele neue Sachen einbauen. Hier hat man eben noch die Luft für die nächsten Jahre. Natürlich ist auch eine Cloud, wenn man keinen eigenen Speicher zu Hause hat oder keine Fritzbox mit dem FTP, wo man einen FTP-Server drauf laufen lassen kann. Wenn man eine ganz spezielle Lösung hat, natürlich kann man auch einen Cloud-Dienst benutzen, wo die Sachen dezentral, die aufgezeichneten Alarmvideos dezentral abgespeichert werden. Der Server sitzt hier in Deutschland, auch Made in Germany, nach den aktuellsten, nicht irgendwo in China oder sowas, wie bei den chinesischen Kameras, sondern der sitzt hier in Deutschland, das ist alles nach deutschem Datenschutz. Eine sichere Sache ist leider nicht kostenlos. Das müsste man, wenn man es nutzen will, die Cloud natürlich dazu buchen. Auflösung, hatte ich auch schon erzählt, hat die Kamera 2550x1440 Pixel mit 30 Frames pro Sekunde. Da geht schon ordentlich die Post ab, das ist echt anständig, es muss auch kein 4K UHD sein. Man sieht es auch an der Bildqualität. Also die ist wirklich toppi. Also astrein. Kein Kabelsalat. Das ganze Ding ist echt modular aufgebaut. Man benutzt nur die Abdichtung und die Kabel, die man wirklich benötigt für die Kamera. Das ist echt cool. Man kann sagen, pass mal auf, ich brauche nur eine Stromversorgung und mehr brauche ich nicht. Und dann hat man den
entsprechenden Dichtring sozusagen. Oder man sagt, ich brauche eine Stromversorgung, ich möchte das Ganze per Ethernet betreiben, hat man auch den entsprechenden Dichtring dafür, kann man dann auch einstöpseln. Oder ich möchte sagen, Stromversorgung per Ethernet und dann möchte ich auch noch den Lautsprecherausgang draußen haben. Geht auch. Liegt alles bei, das ist echt super, das ist echt modular aufgebaut. Gute Geschichte. Audioüberwachung hatte ich schon erzählt, dieser Haustieralarm, wenn irgendwie Fenster zerschmettert wird, kann man auch als Alarm spezifizieren, wenn Krach ist, mit der entsprechenden Schaltschwelle. Alarmbenachrichtigung, logisch, klar kriegt man über zum Beispiel die App, per E-Mail, was ich schon vorhin alles erzählt habe. Und durch den intelligenten PIR-Sensor und die Softwareerkennung und die Schaltschwellen, die man da definiert, halten sich die Fehlalarme sehr, sehr in Grenzen, also minimale Fehlalarme, ja, für die Endgeräte. Das ist natürlich eine gute Geschichte. Alarmvideos werden auf der SD-Karte gespeichert, kann man per FTP hochladen, das macht er dann auch im Hintergrund automatisch, oder auf die Insta-Cloud, die aber kostenpflichtig ist, hatte ich ja eben schon erzählt. Und das Ganze ist natürlich Smart Home-fähig. Also was Insta da in dem vernetzten, intelligenten Zuhause, was die da an Funktionen eingebaut haben, ich zeige euch das nachher, also da knallt ihr weg. Ne? Also wirklich, da bleiben kaum Wünsche offen. MQTT und Smart Home wird komplett unterstützt und auch Alexa soll unterstützt werden, habe ich noch nicht ausprobiert. Also das muss es nun nicht übertreiben. Ich weiß nur, ganz am Anfang mit der ersten Firma gegen Alexa ging das mit den Alexa-Skills noch nicht. Ich glaube, mittlerweile funktioniert das, aber nagelt mich da nicht drauf fest. Die Installation ist relativ einfach, wenn man erstmal die ersten Installationsschritte sozusagen, die ersten Hürden genommen hat. Und was das Ausrichten der Kamera angeht, die ist auch sehr, sehr flexibel. Sie lässt sich 360 Grad drehen, wenn sie an der Wand hängt. Dann lässt sie sich, also wenn sie an einem erhöhten Punkt positioniert worden ist, von hier bis 90 Grad nach unten gucken. Das entspricht einem Winkel von 72 Grad, das habe ich mal rausgeschrieben. 72 Grad kann man damit abdecken. Und dann gibt es noch eine andere Geschichte, genau, wenn man sie andersrum anbaut, ja auch 72 Grad. Also, haben sie, ja. Also jeweils kann man sie bis 72 Grad ausrichten und 360 Grad. Also man, im Grunde genommen, es gibt keine Einbauposition, wo man sie nicht entsprechend einsetzen kann. Also wirklich ganz toll. Und iPhone, Android, iPad, Windows Phone 8 und BlackBerry, die Sachen werden nicht mehr ganz so häufig benutzt. Aber es gibt noch Leute, die benutzen die. Dafür gibt es auch Apps. Ne? Also wirklich fantastisch. So sind wir damit durch. Ne? Habe ich euch zugeschwafelt. Also ein tolles Produkt, hochpreisiges Produkt. Das ist aber bei Insta Standard. Die Insta-Sachen, die sind top verarbeitet und die kosten immer ein bisschen mehr Geld. Ne? Das ist also... Ja, bei deutschen Sachen muss man halt ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Das ist die Hausnummer 300 Euro. Wir liegen da bei 299 Euro. Das muss ich natürlich vergleichen mit Konkurrenzprodukten, wie zum Beispiel der NC 800 von Enke, beziehungsweise Hikvision. Das ist ja eine Hikvision, die NC 800. Also das ist eine UHD-Kamera, die ist natürlich auch brutal. Im Vergleich mit der Enke NC 800 und dieser Kamera, muss ich ganz ehrlich sagen, diese Kamera, obwohl sie... Ja, also echt modular und hochwertig verbaut ist und also wirklich schon den gehobenen Anspruch erfüllt, ist sie einfacher zu bedienen für den Endkunden, für den User. Und sie ist natürlich, was das Smart Home angeht, deutlich flexibler als die chinesischen Produkte. Also das Ding ist echt durchdacht, hat also wirklich große, große Vorteile. Was natürlich bei der Hikvision Firmware ist, also da kommt selbst die Insta-Sachen nicht ran. Was man bei den... Hikvision-System, was man da konfigurieren kann, das ist unglaublich. Das macht diese Produkte aber auch kompliziert. Und das ist eben bei diesem Produkt nicht der Fall. Also wer einen gehobenen Anspruch hat, eine solide Kamera braucht, die jahrelang läuft, ohne dass man sich da großartig Gedanken machen muss nach der ersten Installation und nach der ersten Konfiguration, dann lässt man sie hängen und sie läuft. Und das ist eben der Vorteil bei den Insta-Produkten. Aber sie lassen sich es natürlich auch teuer bezahlen. Aber warum das so teuer ist, das werden wir gleich sehen, weil die gesamte Konstruktion, das ist der gesamten Konstruktion geschuldet, die sehr modular ist. Weil man kann in diese Kamera auch, wenn man zum Beispiel das Ding am Südpol betreiben will, bei minus 40 Grad oder in Sibirien eher nicht, wer will da schon hin, aber sagen wir Südpol, Nordpol oder wo auch immer, wo minus 40 Grad sind, kann man da sogar ein Heizmodul nachrüsten und all so ein Kram, das ist wirklich verrückt. Und auch die Optik kann man glaube ich austauschen. Aber wenn ihr da irgendwelche Ideen habt oder sowas, dann könnt ihr euch mal mit Insta auseinandersetzen. Ja, was steht denn hier auf dem Karton? Im Grunde genommen, was ich schon alles erzählt habe. Hier seht ihr das schon. Hier sind die ganzen Plattformen für die ganzen mobilen Devices. Und hier eben was, hier, und seht ihr das auch nochmal,
was das Ding so hat, ne? Und kann und bla und blub, ne? Also hier, das ist der Karton. Hier seht ihr nochmal, das habt ihr vorhin auch schon gezeigt. Ja, von uns sieht die so aus und der Karton ist voll, ne? Ich hole das hier alles mal raus. Das ist schon heftig. Ich habe jetzt mal alles wieder vernünftig schön eingepackt. Zack. Also, was findet man in dem Karton? Als erstes findet ihr natürlich die Bohrschablone. Das ist der Inhalt. Bohrschablone, damit ihr wisst, wie der Wandhalterungsfuß wurde angebohrt werden muss. Natürlich als Klebepad. Kann man zum Beispiel aufs Holz raufkleben und bohrt man die Löcher rein und dann feuerfrei. Ne? Dann findet man nochmal bitte lesende Informationen zur Kamera von Insta. Wiki und sowas. Das bietet Insta auch an. So eine Art Wikipedia hat Insta. So eine Art Wissensdatenbank und natürlich auch ein Forum. Also die sind da sehr, sehr transparent. Und ja, also die geizen da nicht mit Informationen. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Und alle sind Deutsch. Ne? Natürlich, klar, ist eine deutsche Firma. Das ist natürlich toll. Ne? Die Kamera kann man natürlich auch in verschiedenen anderen Sprachen betreiben. Dann haben wir hier noch so einen Schuber mit einer Bedienungsanleitung. Ja, ich weiß nicht, ob ich euch die noch zeigen muss. Aber na klar, eine deutsche Bedienungsanleitung. Ja, wo hier nochmal alles so ein bisschen drin steht. Ist das auch in Deutsch? Ja, auch vor der Kamera. Die Anleitung ist Deutsch und Englisch, ne? Auch vor der Kamera. Und all so ein Krempel steht hier drin. Wie man was einstellt und aufbaut und anschließt, das zeige ich euch nachher alles. Das ist hier auch nochmal drin. Also die braucht ihr nicht unbedingt, wenn ihr dieses Video kennt. So, und dann haben wir hier noch so einen Schutz. Und ich mache mal außen wieder an. Dann haben wir hier als erstes erstmal ein Netzteil. Und zwar ist das ein 12-Volt-Netzteil, logisch. Ein 12-Volt-Netzteil mit, warte mal, 2 Ampere. Das ist ein 2 Ampere-Netzteil und einen englischen Stecker, glaube ich, und einen deutschen, jedenfalls den passenden deutschen Stecker. Das ist auch so ein modulares Netzteil, das installiere ich hier schon mal. Das schiebt man hier einfach so rauf und dann kann man das Ding in Deutschland benutzen. Voilà. So rum. Irgendwie ging das so. Warte mal. Nee, warte mal, das schiebt man so rauf. So war das, ey, der Perle, ne? Schiebt man hier so rauf, zack, rastet das ein und dann kann man reinstecken und benutzen. Kommen wir gleich zum Netzteil und der Kamera selbst. Was verbraucht die Kamera? Im Tageslichtmodus verbraucht die Kamera 2,1 Watt. Das ist echt gut. Das ist echt ein Topwert, der sogar manche oder viele chinesische Systeme alt aussehen lässt. Ich habe hier 2,1 Watt gemessen im Tageslichtbetrieb. Das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Das Ding ist echt eine Spardose. 2,1 Watt im Tageslichtmodus. Im Nachtmodus, wenn diese 5 Power-LEDs, Infrarot-Power-LEDs, wenn die noch anspringen, dann geht der Stromverbrauch, logisch, könnte man meinen, so um die 5 Watt rauf. Ja, das kommt auch hin. Zwischen 4 und 5 Watt nochmal oben drauf. Ich habe gemessen 6,9 Watt im Nachtmodus. Geht in Ordnung. Geht absolut in Ordnung. Aber erstaunlich ist der geringe Verbrauch tagsüber. Toll. Also Netzteil hatten wir abgehakt, dann haben wir natürlich noch eine WLAN-Antenne, riesiges Teil hier. Die WLAN-Funktionalität an der Kamera, sie gehört zu den besten WLAN-Kameras, die ich bisher hier getestet habe. Was das WLAN-Modul in der Kamera an Reichweite produziert, geht auf keine Kuhhaut, das ist wirklich gut. Dann haben wir hier 4 Meter Verlängerungskabel für das Netzteil, für die Stromversorgung. Das steckt man dann hier rein, deswegen hat das Netzteil hier auch eine Buchse. Und hier ist nochmal ein Stecker, den steckt man hier rein und auf der anderen Seite, das steckt man ins Gehäuse und dann hat man ein riesenlanges Anschlusskabel. Dann haben wir hier eine Tüte mit Dübeln für die Wandmontage. Ich hatte euch ja schon die Bohrschablone gezeigt, hat natürlich auch eine Wandhalterung, die liegt da auch bei. Hier ist der andere Stecker, genau das ist für England, für Großbritannien. Brauchen wir eigentlich eher weniger, ne? Dann haben wir hier eine Tüte mit Imbusschlüsseln, Schrauben und Dichtringen. Ihr seht das nämlich schon so ein bisschen. Da sind 3 verschiedene Dichtringe dabei. Je nachdem, wie man die Kamera anschließen will. Dann hat man hier noch ein langes, vernünftiges WLAN-Kabel. Also nicht so ein Ködel, kurzes Ding, irgendwie so 50 cm oder 1 Meter. Also schon ein anständig langes, vernünftiges WLAN-Kabel. Ethernet-Kabel, Entschuldigung. Ein vernünftiges Ethernet-Kabel liegt bei. Könnte man die Kamera auch mit dem Ethernet betreiben, aber wir brauchen dieses Kabel auch, um die Kamera, die S-Installation durchzuführen, um sie ins Netz zu bringen. Wirklich vom Zubehör her, toll, toll, toll. Kann man echt nicht rummosern.
So, wir sind aber noch nicht fertig. Dann haben wir natürlich noch einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um ihm in die Innereien der Kamera zu kommen. Wir müssen da auch dran rumbasteln. Dann haben wir noch eine Wandhalterung aus Stahl. Alles aus Metall an dem Teil. Alles Metall, massiv, für die Ewigkeit gebaut. Für den Atomkrieg sozusagen. Und hinten sogar noch mit so einer Art Moosgummi noch gummiert. Wenn man die irgendwo an so ein Holz ranschraubt, dass das Holz keine Kratzer kriegt. Also wirklich ganz toll. Liebevoll verarbeitet. Und eben, man kann die jetzt in 360 Grad drehen. Hier unten kann man das Kabel noch rausführen, das Stromkabel. Hier ist noch eine, seht ihr das? Eine Möglichkeit, um das Stromkabel rauszuführen. Hier ist noch eine Überwurfmutter, die kann man anziehen. Dann kann man das Ganze noch fixieren hier über den Imbus. Und hier oben hat man auch nochmal drei. Wenn man die richtige Position hat, kann man diese drei Imbusschrauben festknallen. 1, 2, 3. Und dann bleibt das Ding auch an Ort und Stelle. Und dann kommen wir zur Kamera selbst. Hier haben wir die Kamera. Das ist die Kamera. Komplett aus Stahl, das Teil. Na gut, das ist Kunststoff hier. Ansonsten Stahl. Deutscher Stahl. Weiß ich nicht, ob das deutscher Stahl ist, aber Stahl. Alles aus Metall an dem Ding. Die wiegt auch ein bisschen was, 900 Gramm. Da hat man auch schon so ein bisschen was in der Hand. Ne? Das ist die Kamera. Jetzt kommen wir gleich zu einem Nachteil der Kamera. Kommen wir zum Nachteil? Nein, kommen wir noch nicht. Kommen wir nachher. Oder kommen wir doch drauf zu sprechen. Also, wenn ihr die Kamera in Betrieb nehmt, wundert euch nicht, wenn sie unscharfe Bilder macht. Hier vorne seht ihr 4 Schrauben an der Front. Wenn ihr diese 4 Schrauben rausdreht, dann könnt ihr diesen Käfig hier vorne, der die Optik schützt und die Infrarot-LEDs schützt, den könnt ihr abziehen. Und dann kommt ihr an diese Optik hier in der Mitte ran und könnt die Optik verdrehen. Und damit könnt ihr den Fokus einstellen. Wenn ihr zum Beispiel Sachen im Nahbereich eher scharf haben wollt, dann könnt ihr diesen Fokus in den Nahbereich stellen. Wenn ihr die im Fernbereich so ab 2, 3, 4 Meter bis unendlich scharf haben wollt, dann könnt ihr das auch machen. Das habe ich auch gemacht, das möchte ich euch mal einblenden. Wo blende ich das ein? Hier, am besten da blende ich das mal ein. Und dann könnt ihr das mal so ein bisschen sehen, wie ich da dran rumgefummelt habe. Erst war es unscharf und dann habe ich wieder ein bisschen gedreht, einen Augenblick gewartet und dann geguckt, ist das scharf? Habe da irgendwas hingestellt, hinten so 5, 6 Meter entfernt, bis das relativ scharf war. Und dann habe ich dann meinen Schärfepunkt gefunden. Also, out of the box war diese Kamera komplett verstellt. Also vorne war alles unscharf und hinten war alles unscharf. Erst habe ich mir gedacht, diesen Gerätedefekt. Und dann kam ich erst dahinter. Nee, die muss man einstellen. Schöner wäre gewesen, wenn die vom Werk so eingestellt ist, 2 bis 3 Meter bis unendlich alles scharf. Das ist ja im Grunde genommen auch die Anwendung. Nein, sie kommt total verstellt bei einem an. Und man muss diesen Deckel hier vorne abschrauben und den Fokus erstmal einstellen. Fand ich nicht so schön bei einem Produkt, was 300 Euro kostet. Also Kritikpunkt an Insta, das hätte man schöner lösen können. Wenn man schon 300 Euro bezahlt, dann möchte ich zumindest, dass sie voreingestellt ist. Ist sie nicht. Also war sie, meine war es jedenfalls nicht. Das fand ich schon mal Katastrophe, aber es ist ja eine lösbare Aufgabe. Und hier ist jetzt Schmutterklopf. Es ist eine lösbare Aufgabe. Wie gesagt, 4 Schrauben lösen, Deckel ab und dann kann man hier vorne an der Optik den am Kunststoffring drehen, bis es scharf ist. Bis man den Schärfepunkt da hat, wo man ihn haben will. Gut. Müsste man unter Umständen sowieso machen, wenn einem das, ich sage mal 3 Meter bis unendlich, wenn man das alles 1 Meter, zwischen 1 und 3 Meter super scharf haben will, dann muss man es eh machen. Aber ich hätte mir gewünscht, 3 Meter bis unendlich, dass es schon vom Werk aus scharf gestellt ist. Ja, so sieht das Ganze aus. Und würde ich sagen, lass uns mal runterschwenken, wir gucken uns die Kamera mal im Detail an. Hier seht ihr ja übrigens auch diesen Plastikknubbel hier, natürlich auch in weiß, wo die WLAN-Antenne rangeschraubt wird. Also WLAN, das WLAN-Modul da drin, echt toppi. Ne? Das ist also unglaublich, dass die erste Kamera, die in Ecken WLAN, ein stabiles WLAN produziert, habe ich noch mit keiner anderen Kamera gehabt. Also wirklich ganz, ganz toll. Ne? Wirklich ganz, ganz toll. Also WLAN, Sahne. Jetzt gehen wir mal runter. Gucken wir uns das Ganze nochmal auf der OP-Fläche im Detail an. So. So, meine lieben Freunde, hier seht ihr sie. Ich drehe sie mal. Hier unten sind noch QR-Codes und Seriennummern und UIDs. Das zeige ich euch natürlich nicht. So sieht das Ganze aus. Metall. Alles Metall an dem Ding. Ne? Wiegt auch ordentlich was. Das hier ist Kunststoff. Dieser PIR-Sensor ist in Kunststoff eingelassen. Hier unten sitzt das Mikrofon. Hier ist der Wärmesensor, den man benutzen kann, aber nicht benutzen muss. Hier seht ihr diese Power-LEDs. Das finde ich gut, dass Insta diese Power-LEDs
in den letzten Serien verbaut hat. Die sind wirklich gut. Die feuern wirklich, also richtig Energie raus. Das ist eine schöne Sache. Hier unten seht ihr dieses bläuliche Teil. Das ist die für die Tag-Nacht-Umschaltung. Kann man programmieren, aber auch automatisch schalten lassen. Ich finde, der Automatikmodus funktioniert sehr gut. Und hinter dieser Glasscheibe seht ihr hier vorne einen Kunststoffring. Und diesen Kunststoffring könnt ihr den Fokus einstellen. Ich schraube das jetzt nicht ab, weil das ist nicht spektakulär, 4 Schrauben rauszuschrauben, um den Fokusring einzustellen, ne? Wie man da rankommt. Jo. Ansonsten gibt es so nicht weiter viel zu erzählen. Das war es im Grunde genommen auch schon. Alles aus Metall. Man kann diese Haube hier vorne, die kann man frei verschieben. Also man kann dieses Lichthaus sozusagen weiter nach vorne oder weiter nach hinten, wie man es, also diese Gegenlichtblende. Ich habe es jetzt so eingestellt und so lasse ich es auch. Ein Nachteil möchte ich euch nicht verschweigen, wenn ihr an der Gegenlichtblende rumfummelt, seht ihr hier, dann gibt es hier manchmal Scheuerstellen. Hatte ich schon gleich, dass er hier so ein bisschen gescheuert hat. Finde ich aber auch nicht so tragisch. Dann haben wir auf der Rückseite 3 Löcher für hier sind die 3 Löcher für die Wandhalterung. Komplett aus Metall das Teil, ne? Massiv. Ne? Da gibt es ein Problem, da hatte ich ein Problem, die Schrauben, die beiliegenden Schrauben, die in dieser Tüte hier drin sind, die 3 für die Halterung, die hier raufgeschraubt wird, also die so montiert wird. Diese Schrauben, da ist Lack, also das ist ja alles lackiert und die Gewinde sind auch lackiert. Also versucht mal die Schrauben da einzukriegen. Also da habe ich mal einen abgewürgt, nehmt bloß gutes Werkzeug und arbeitet euch da Millimeter für Millimeter durch diesen Lack dadurch, um die Schrauben da reinzukriegen. Zweiter Nachteil. Also unglaublich. Da hätte ich mir gewünscht, dass nach dem Lackieren, dass das Gewinde nachgeschnitten wird. Dass der Kunde sich da nicht abquälen muss, weil man ruiniert sich, wenn man nicht aufpasst, auch schnell die Schrauben. Ne? Also ich musste die Schrauben hier in allen 3 Löchern echt reinwürgen. Das war echt ein Akt, ne? Das war echt ein Kraftakt, die Schrauben hier vernünftig reinzukriegen, weil ihr seht es auch, wenn ich das jetzt hier so raufpacke, die müssen auch wirklich tief rein, ne? Und je tiefer man kommt, desto schwieriger wird das, ne? Also wirklich Katastrophe. Dachte ich, Alter, was hat ein Insta sich denn da wieder ausgedacht, ne? Und dann hat man hier, wie gesagt, nochmal 4 Schrauben, um hier hinten an das hintere Teil zu kommen. Und hier werden die Kabel durchgeführt. So, das war das. Und das ist die Halterung. Wie gesagt, in allen Richtungen kann man das Ganze verstellen und einstellen. Also nicht weiter wirklich spektakulär. Spektakulär finde ich die Verarbeitung natürlich an dem ganzen Teil hier. Ne? Kann das hier alles drehen. Und hier ist auch nochmal eine Überwurfmutter, die kann man befestigen. Und wenn man das dann alles befestigt hat, gegen versehentliches Lösen sozusagen auch nochmal sichern. Also wirklich verrückt, man kann alles sichern an dem Teil. Hier ist das Ethernet-Kabel. Ups, hier ist das Ethernet-Kabel. Das müssten wir gleich haben. Die WLAN-Antenne, auch nicht wirklich spektakulär, kommen wir gleich zu. Bedienungsanleitung hatte ich euch schon gezeigt. Hier haben wir das Netzteil, das ja hier gesteckt ist, mit diesem 4 Meter, mit diesem super langen Netzteilkabel. Das finde ich echt geil. Zack. So, und das muss in die Kamera rein. Hier haben wir einen Kreuzschraubendreher zum Lösen der Schrauben. Und hier natürlich noch eine Tüte mit Zubehör. So, und hier ist diese Tüte. Und die kippen wir mal aus. Und dann seht ihr schon jede Menge Schrauben und Dichtungen und all so ein Zeug hier. Hier seht ihr das alles. Also 3 Dichtungen sind vorhanden. Was ich euch schon sagte, wenn ihr die Kamera nur mit dem Stromkabel betreiben wollt, weil ihr sie schon ins WLAN gebracht habt, dann nehmt ihr diesen hier. Solltet ihr Strom und das Ethernet-Kabel benutzen wollen, nehmt ihr den hier. Solltet ihr Strom, Ethernet und Audio-Out benutzen wollen, dann nehmt ihr diesen dreifach. Knuppi, das sind so dicht Knuppis. Dann habt ihr zum Fixieren der Imbusschrauben einen In-6-Kant-Schlüssel. Und dann habt ihr hier diese 3 Schrauben, von die ich schon erzählt habe, womit die Halterung hier hinten reingeschraubt wird. Hier diese 3, 1, 2, 3, die unmöglich waren. Also die habe ich hier richtig hart reinwürgen müssen. Hat aber letztendlich doch geklappt, aber da musste man sehr, sehr vorsichtig vorgehen. Also da war ich bestimmt 10 Minuten am Schrauben, um die Gewinde wieder gängig zu machen. Weil ich auch kein... Nichts, ich wollte das Gewinde auch nicht nachschneiden. Ne?
ist ja noch nicht meine Aufgabe als Kunde, das Gewinde nachzuschneiden. Das kann man auch keinem Kunden zumuten. Da müsste man auch noch ein Gewindebohrer beilegen. Aber es geht auch mit den Schrauben. Aber man braucht da echt Zeit und da müsst ihr vorsichtig sein. So, und dann sind nochmal 4 weitere Schrauben als Reserve vorhanden. So, wichtig sind nur diese 3 Schrauben hier für die Montage nachher. Für die Montage nachher hier hinten. Zack. Und weiter braucht ihr nichts. Und dann habt ihr, dann haben wir natürlich noch den Kreuzschlitzschraubendreher. Logisch, ne? So, das packe ich mal alles zur Seite. Und jetzt werden wir sie erstmal zerlegen. Das ist wichtig. Das müsst ihr machen. So, hier hinten haben wir diese Überwurfmutter. Und hier rein kommt einer von diesen, nehmen wir den Zweier nachher, den hier. Den Zweier hier. Seht ihr? Den bauen wir da jetzt gleich ein. Könnten wir schon mal hier reinstecken, aber das machen wir nachher, wenn wir soweit sind. Diesen weißen Nippel nehmen wir nachher auch ab. Also wir schrauben jetzt erstmal das hier ab. So. Ich habe schon, die 3 sind schon lose. Also müsst ihr bei allen 4 natürlich machen. Ich habe ja meinen eigenen Schraubendreher. Ne? Da müsst ihr lange dran drehen, die sind ziemlich lang, die Schrauben. Und dann könnt ihr... Falsche Schraube, die war's. Genau. Seht ihr, war immer noch nicht genug. So. Jetzt haben wir den Deckel ab. Da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Da ist natürlich noch die Verbindung für die WLAN-Antenne. Und so sieht das Ganze von innen aus. So, und wenn ich jetzt ein bisschen dichter rangehe, dann sehen wir schon ein paar Sachen. Hier sehen wir hier vorne einen Reset-Knopf. Damit kann man das Ganze resetten und die Kamera auch in den Auslieferungszustand zurücksetzen. Warum braucht man das, wenn man zum Beispiel mal das Kennwort vergessen hat? Weil defaultmäßig ist es hier Admin, Kennwort, Insta. Aber das ist gleich das allererste, was man natürlich ändert. Und nach 20 Jahren, nach 10 Jahren weiß man unter Umständen das Kennwort nicht mehr. Also könnte man die Kamera wieder komplett in den Auslieferungszustand zurücksetzen. Hier vorne in der Mitte seht ihr einen Slot für eine Micro-SD-Karte. Und hier seht ihr schon, hier ist eine, 32 GB Insta-Karte drin. Jo, die stecke ich mal wieder rein. Zack. Und hier seht ihr noch den Ethernet-Port und einen roten Port und einen weißen Stecker. So, um da ranzukommen, muss man das Innenteil jetzt rausholen. Das ist auch wieder geschraubt. Hier seht ihr eine kleine Schraube, die müsst ihr auch rausschrauben, damit es gehalten wird. So, Schraube ist jetzt gelöst. Und nun können wir das gesamte Innenteil, ich sage ja, das ist alles modular, kann man hier so rausziehen. Zack. So. Und dann sehen wir hier schon, den weißen Stecker, der ist für Audio Out. Der rote Stecker ist für den Stromanschluss und das ist unser Ethernet-Stecker. So, meine Lieben, stecken wir erstmal den Ethernet-Stecker rein, weil wir wollen die Kamera ja in unser WLAN reinbringen. Also Ethernet-Stecker hier rein. So. Paff. So könnt ihr die Kamera auch betreiben. Ihr braucht kein WLAN. Ihr könnt sie auch per Ethernet betreiben. Aber ihr braucht Ethernet, also das würde ich vorschlagen, das allererste Mal müsst ihr den Ethernet-Stecker einstecken und die Stromversorgung. Denkt bitte dran, ich nehme das mal wieder raus, denkt bitte dran, am besten geht ihr vor und steckt das Ethernet-Kabel wie folgt rein. So, warte mal. So, hier ist das Ethernet-Kabel, das beiliegende. Das ist auch ordentlich lang. Ich glaube, 3 Meter ist das oder sowas. Ich guck mal. Ja, das sind 3 Meter Ethernet-Kabel. Das ist schon mal cool. So, und das steckt ihr hier schon mal durch die Halterung. Das passt auch. Muss ein bisschen quetschen, aber das kriegt ihr da durch. Zack. Dann habt ihr das hier schon mal durchgefädelt. Und das gleiche macht ihr auch mit dem Netzkabel. Da macht ihr schon mal gar nichts verkehrt, wenn ihr das so macht. Okay. Als nächstes müssen diese beiden Kabel natürlich. Jetzt mal überlegen. Durch die Dichtung oder an die Dichtung ran. Das ist jetzt die Zweierdichtung für 2 Kabel, ne? Logisch. Und so können Sie dann betreiben.
Steck dir das Ganze hier durch. Nehmen wir mal einen Schraubendreher. Das ist hier runtergedrückt gekommen. So. Das ist ein bisschen quetschig hier. So. Seht ihr? Geht rein. Und dann nehmen wir auch noch unser Netzteilkabel. Bisschen länger. Und auch dadurch. So, und dann haben wir schon wieder alles, was wir brauchen. Für den Betrieb nachher, für den letztendlichen Betrieb. So könnt ihr sie nachher betreiben per Ethernet-Kabel und Stromversorgung. Aber das Ethernet-Kabel, das wollen wir nachher gar nicht benutzen. Das brauchen wir nur, um die Kamera ins WLAN reinzubringen. Also stecken wir das Ethernet-Kabel hier in den Ethernet-Port und die Stromversorgung stecken wir in die Stromversorgung. Und zwar kann man gar nicht falsch stecken. Zack. So, und dann sind wir fertig. So, und dann könnt ihr das alles wieder zusammenbauen, den ganzen Kram. Wenn ihr es so lassen wollt. Aber ich würde das einfach erstmal so offen lassen, weil wir wollen jetzt erstmal die Kamera ins Netz bringen. Die andere Seite steckt ihr in euren Router rein. Ne? Also schleppt die Kamera zum Router. Das Ding steckt bitte in die Steckdose rein und das Ding jetzt in den Router. Dann hat die Kamera Strom und ist im Heimnetzwerk drin. So, und jetzt gehen wir mal rauf oben an meinem PC und dann zeige ich euch die weiteren Schritte. Weil dann ist sie einsatzbar, dann läuft sie auch schon in diesem Zustand, wie sie jetzt ist. So, lassen wir sie hier mal liegen. Ja, lassen wir sie jetzt hier mal so liegen, ein bisschen so hochkant, dass ein bisschen was aufzeichnet. So, und wir werden uns jetzt am PC wiedersehen, damit wir die Kamera jetzt ins WLAN reinbringen. Eine Sache, bevor wir am PC gehen, müsst ihr natürlich auch noch die WLAN-Antenne ranschrauben, ist klar, ne? So. Wir wollen das Ding ja jetzt ins WLAN reinbringen. So, jetzt ist die WLAN-Antenne dran. So, Strom drauf und mit dem Router verbinden. Feuerfrei. So, jetzt aber an PC. So, meine Lieben, jetzt befinden wir uns hier im HiQ. Wir haben die Kamera jetzt mit Strom versorgt. Wir haben die Kamera an den Router angeschlossen. Und nun könnt ihr in den Router gehen und gucken, welche IP hat der Router der Kamera gegeben. Wir können natürlich auch Folgendes machen. Wir können auch das Insta-Kamera-Tool benutzen. Das ist so eine Art Search-Tool, was euer Netzwerk nach allen Insta-Kameras durchsucht. Das starte ich mal. Und dann sehen wir schon, er hat die Kamera gefunden, die EN9408 2K Plus mit der IP-Adresse 192.168.1.27. So, und das gebt ihr einfach in euren Edge-Browser ein. 192.168.1.127. Und das vergrößere ich jetzt mal auf Vollbild. Und schon haben wir hier, sind wir ja auf der Kamera. Da gebe ich jetzt ein Admin. Und das Kennwort ist Insta. Kleingeschrieben. Insta. So. Willkommen beim Einrichtungsassistenten. Das bestätige ich jetzt mal. Und jetzt werden wir nach einem neuen Kennwort gefragt. Da gebt ihr irgendeins ein, was euch gerade so einfällt und klickt auf Bestätigen. Jetzt fragt er, ob eine feste lokale IP-Adresse in der Kamera spezifiziert werden soll. Die 127 lassen wir mal. Und dann seht ihr noch die restlichen Netzwerkadressen. Klicken auf Bestätigen. Jetzt, wir wollen ja die Kamera ins WLAN reinbringen, oder man kann die Kamera ins WLAN reinbringen. Und das haben wir auch vor. Also werde ich jetzt auf WLAN suchen gehen und suche mir mein WLAN-Netzwerk aus. Da wird er jetzt gleich TEF23 finden, genau, mit 92%. Die steht unten Parterre im Flur. Das ist mein Router und da habe ich noch den TEF23 Repeater. Der steht ein bisschen weiter weg. So, also nehme ich TEF23 und gebe hier das Netzwerkkennwort, also das WPA2-Kennwort ein oder WPA3, wenn ihr einen modernen Router habt. Das mache ich jetzt mal. Und klicke hier mal auf Test, um zu gucken, funktioniert die Verbindung. Die WLAN-Verbindung. Jetzt versucht er eine WLAN-Verbindung aufzubauen, er zeigt einen Haken, haut hin, also das Kennwort ist richtig. Und nun klicke ich auf Bestätigen, das übernehme ich so, dass die Kamera sich mit TEF23, also meinem Router, mit dem WPA2 oder WPA3 Kennwort verbindet. Klicken wir auf Bestätigen. Können wir da speichern? Ja, klar, machen wir. Jetzt können wir hier Zeit und Sonstiges den Kameranamen spezifizieren. Ihr könnt die ja nennen Insta Carport oder Insta Garten oder wo auch immer die Kamera, damit ihr eine klare Zuordnung habt. Oder ihr lasst das einfach so, wie es ist. Ne?
dieser Kameraname wird im Bild nachher auch angezeigt. Falls ihr mehrere Insta-Kameras habt, damit ihr die unterscheiden könnt. Kameraname einblenden, klar, also ist der Name hier oben, soll im Bild eingeblendet werden, der Zeitstempel soll auch eingeblendet werden, damit man weiß, um wie viel Uhr es ist und bla und blub. Und die Zeitzone braucht ihr auch nicht ändern, die ist schon voreingestellt. Dann kann man noch Web UI Dark Mode einstellen. Und wenn wir hier raufklicken auf das Fragezeichen, wenn aktiviert, wird ein dunkler Hintergrund angezeigt. Ist Geschmackssache, ich lasse es so, wie es ist. Klick auf Bestätigen. Die Cloud-Einstellung können wir überspringen. Ich habe nämlich keine Cloud, keine Insta-Cloud. So, zufügen der Kamera zur App. Könntet ihr jetzt hier machen. Hier könntet ihr die Kamera zu eurer App hinzufügen, indem ihr den entsprechenden QR-Code scannt. Das kann man aber auch nachträglich machen. Ich überspringe das jetzt erstmal. Dann hättet ihr die Kamera auch schon gleich in eurer Insta-App hinzugefügt. Das kann man jetzt schon in diesem Schritt machen. Aber wie gesagt, ich überspringe das. Kann man nachträglich machen. Wie es geht, zeige ich euch nachher. Jetzt kommen die Alarmfunktionen aktivieren. Jetzt kommt schon die Grundeinstellung so ein bisschen. Also die groben Grundeinstellungen. Bewegungserkennung aktivieren. Ja, soll er den PIR-Sensor, also den Infrarot-Wärmesensor, der unter der Kamera hängt, den soll er auch aktiv laufen lassen. Und den Wärmesensor mit der Bewegungserkennung, die ja per Software funktioniert, soll er dann auch koppeln. Sprich, wenn der Wärmesensor anschlägt, der Infrarot-Wärmesensor anschlägt, plus eben eine Detektion über die Software stattfindet, ist das auch wirklich ein Alarm. Alarmvideos auf SD-Karte speichern, ja, soll er. Und er soll uns auch Push-Nachrichten auf unser Handy knallen, sobald wir unser Handy hinzugefügt haben, was ihr in dem Schritt vorher ja gesehen hattet. Was wir aber auch nachträglich machen können, ich hau da gleich einen Haken rein, dann ist das in Ordnung so. Man kann hier auch noch eine E-Mail-Benachrichtigung aktivieren. Sprich, bei einem detektierten Alarm bekommt man eine E-Mail mit entsprechend angehängten Bildern, dass man sieht, was da los war. Das lasse ich offen. Also klicke ich jetzt hier, so wie es jetzt ist, auf Bestätigen. Einrichtungsassistent abschließen. Wizard abschließen. Jo. Und das war's im Grunde genommen auch schon. Jetzt hat er sich auch eingeloggt und jetzt sehen wir schon das erste Bild. Wir sind aber immer noch mit dem Ethernet verbunden. Meine Lieben. So, jetzt gehe ich mal runter und mache die Kamera aus und stecke das Ethernet-Kabel ab und starte die Kamera neu. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich schließe das Fenster, starte wieder das Suchtool. Die Kamera müsste neu gestartet sein, hat wieder die gleiche IP bekommen, hatten wir ja auch in der Kamera spezifiziert, immer die 127. Soll er benutzen. Und ja, das geben wir nochmal im Edge-Browser ein. 192, 168, 1.127. Hat er sich auch gleich eingeloggt, weil ich das ja gespeichert hatte. Video lädt und ihr seht, jetzt ist er mit WLAN verbunden. Also er läuft jetzt über WLAN. Also Ethernet-Kabel steckt jetzt nicht mehr im Router und die Kamera läuft ganz normal per Funk. Zwei Sachen sind jetzt noch wichtig. Wenn ich jetzt in die Einstellung gehe und unter Video, dann seht ihr hier die Videoauflösung in der Darstellung hier vorne. Er soll mir hier zum Beispiel H265 anzeigen. Das übernimmt er jetzt. So, mit der hohen Auflösung H265. Oder wenn ich auf die SD-Karte gehe, zum Beispiel irgendwas, hier zum Beispiel Anzeige, da seht ihr hier das Video. Das ist ein Live-Video. Hier flackert das ein bisschen hier, weil ich gerade am Ruminstallieren. Flackert hier durch meine LEDs. Und dann seht ihr hier unten den Codec. Das ist ein H265er Codec. Da müsst ihr, also ich kann jetzt nur für Windows sprechen, unter Windows, der einzige Browser, der H265, dieses HEVC unterstützt, diesen Codec, diesen ganz modernen Codec, ist der Edge-Browser. Allerdings auch nicht von Haus aus. Also diese Videos würdet ihr sonst nicht angezeigt bekommen. Und zwar müsst ihr da Folgendes machen in eurem Edge-Browser, das zeige ich euch mal. Ihr müsst in eurem Edge-Browser, googelt einfach mal nach HEVC-Videoerweiterung
und dann am besten noch Microsoft dahinter. Ihr müsst euch das zusätzlich installieren. Das kostet hier 99 Cent, findet ihr aber auch auf anderen Webseiten noch kostenlos. Das war bis vor kurzem noch kostenlos und das ist auch kostenlos noch zu bekommen. Das müsst ihr euch auf jeden Fall installieren, damit euer Edge-Browser mit dem 265er Codec klarkommt. Um diese Videos, die ihr gerade gesehen habt, diese kleinen SD-Karten-Videos, um euch die anzeigen, damit ihr die angezeigt bekommt, müsst ihr noch eine zweite Änderung durchführen an eurem PC bzw. an eurem Browser. Also das müsst ihr auf jeden Fall installieren. Die HEVC-Videoerweiterung müsst ihr hinzufügen. Und wenn ihr hier auf Edge Flex geht, das gebt bitte so in eurem Edge-Browser ein. Edge:// Flex gebt ihr dann ein. Dann seht ihr hier die Überschrift Experimente. Und dann könnt ihr ganz viele Sachen aktivieren. Und viele Sachen sind auch deaktiviert. So, und sucht dann einfach raus Play Ready DRM für Windows. Das müsst ihr enablen. Sucht ihr euch hier einfach aus der Liste raus. Und das zweite ist White Wine DRM müsst ihr auch aktivieren. Diese beiden Sachen, wo meine Maus jetzt gerade kreiselt, die müsst ihr aktivieren. Dann ist alles schick. Zack. Und schon sind wir wieder in der Kamera eingeloggt. Jo. Easy, ne? Alles schick, alles gut. Ein Doppelklick, egal. Kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, auf die Details im Einzelnen. Die ganzen Funktionen und die Einstellungen, das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Aber wir sehen, es funktioniert, die Kamera ist jetzt im WLAN. Das war ja Sinn der ganzen Geschichte. Jetzt gehen wir wieder runter und bauen die Kamera richtig zusammen. Bis gleich. So, die Kamera haben wir jetzt ins heimische WLAN gebracht. Jetzt brauchen wir im Grunde genommen unser Ethernet-Kabel nicht mehr. Das ziehe ich jetzt hier raus. Und auch die Stromversorgung ziehe ich hier raus. So. Achso, jetzt muss der jetzt hier auch weg. Hier dieses Plastik, also der Dichtring. So, dann kann ich das hier rausziehen und das Ethernet-Kabel auch, kann ich auch bequem hier rausziehen. So, Ethernet-Kabel war nur für die Installation notwendig. Und nun kommen wir zum eigentlichen Part. Jetzt geht das Ganze, wir betreiben die Kamera jetzt nur noch mit der Stromversorgung, also stecken wir hier wieder die Stromversorgung rein. Dazu brauchen wir natürlich jetzt nicht den Zweier hier, sondern wir wollen das Ding hier abdichten mit einem Kabel. Und dieses Kabel ziehen wir hier einmal rüber. Jetzt nochmal richtig rum rein. Soll ja auch alles passen, ne? So, jetzt. Zack. So, und jetzt können wir es verschrauben. Und so ist gut. So. Jetzt ist die Elektronik hier wieder fixiert. Und jetzt muss ich mal gucken, wie rum. Hier seht ihr übrigens auch, dass das hier alles Gummidichtungen sind. Das ist alles super, so wie es sein soll. Achtet darauf, dass ihr kein Kabel hier abklemmt. Genau. Und so kommt das Ganze hier nachher wieder rauf. Mit der WLAN-Antenne nach oben natürlich, ne? Logisch. Seht ihr? So, und dann nehmt ihr einfach die vier Schrauben, schraubt hier wieder rein. Da müsst ihr auch ordentlich drehen. Die gehen ganz tief ins Gehäuse. Das dauert. Drehen. Jetzt hat er ihn. Drehen, die ist hier rausgefallen. Die stecken wir hier nochmal rein. So. Auf fest. Schrauben die dritte rein. Auf fest. Und schrauben die vierte rein. Und dann ist das ganze Gehäuse wieder zu. Naja, fast. So. Zack. Greift fest. Jetzt muss nur noch dieser Dichtungsnuppi hier, den ihr hier seht, der muss hier hinten natürlich noch reingefummelt werden, damit er das alles sauber abdichtet. So. Den fummelt man hier einfach so rein. Nimmt die Überwurfmutter.
und schraubt die Überwurfmutter hier rüber und die quetscht sozusagen das Teil hier hinten zusammen, dass kein Wasser eindringen kann. Also ist dann auch dicht. So, und das allerletzte wäre, WLAN-Antenne wieder ab. Jetzt die Wandhalterung festschrauben. Dazu nehmt ihr euch aus der Tüte diese drei Schrauben, das zeige ich euch jetzt nicht noch extra, diese drei Schrauben, packt die ganze Schose hier oben rüber. Und zwar so, dass die WLAN-Antenne hier auch noch aufgeschraubt werden kann. So. Dass man die WLAN-Antenne hier wieder anbringen kann, ganz normal. Und dann schraubt ihr das Ganze mit den drei Schrauben hier fest. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Mal gucken. Ja. So, und dann könnt ihr das nachher an der Hauswand befestigen. Dann zieht ihr das hier so durch und dann habt ihr nur ein einziges Kabel, und zwar ist das nur unsere Stromversorgung. Ganz, ganz praktisch. So, ich lasse das jetzt einfach mal so und stelle die Kamera hier wieder irgendwie so hin. So bumm, zum Fernseher oder wie auch immer. Und dann gehen wir mal nach oben, meine Lieben. Und dann kümmern wir uns mal um die Konfiguration. Kümmern wir uns mal um die Konfiguration der Kamera. Ja, mein Powerbrett habe ich hier bald leer getrunken. Ich sammle hier wieder ein. Ne? Und dann zeige ich euch nochmal die Web-Oberfläche und die Konfiguration, bevor wir zum Smartphone-Part kommen. Und neben der Konfiguration zeige ich euch auch, wie man die Kamera in die Synology NAS mit einbindet. Das machen wir dann auch noch in einem Abwasch. Dann haben wir den PC-Part abgefrühstückt. Ist ziemlich einfach, ist nicht kompliziert, keine Panik. Wir gehen jetzt mal rauf und ja, Kamera kriegt jetzt gleich Strom. Sie verbindet sich mit meinem WLAN und dann konfigurieren wir die einmal durch, beziehungsweise ich zeige euch mal ein bisschen was an der Kamera. Ja, wie gesagt, Synology zeige ich euch auch. Allerdings gibt es da, hatte ich vorhin schon erzählt, kein Preset bei der Synology, weil die Kamera einfach noch zu jung und zu neu ist. Aber wir können sie auch per OnViv quasi in die Synology einbinden. Allerdings noch nicht vollwertig, so wie es eigentlich sein sollte, mit dem PIR-Sensor, die Alarmdetektion und Alarmierung über die Kamera zu Synology, sondern über die Synology selbst kann man das denn durchführen. Das geht, aber das wird sich nachher ändern mit dem vollen Funktionsumfang, mit allen drei Streams. Drei Streams kann er nämlich, mit allen drei Streams kann man das dann in der Synology konfigurieren, sobald ein Preset fertig ist. Und ich werde mit euch, war bisher immer so, alle Insta-Kameras sind für die Synology zum Runterladen verfügbar, außer natürlich das neueste Modell. Das dauert immer ein paar Monate, aber wie gesagt, per OnViv kriegen wir das auch gebacken. Also, wieder rauf zum PC. Bis gleich. So, ich habe mich mittlerweile wieder eingeloggt in das System, in die Kamera, die jetzt per WLAN mit dem Router verbunden ist. Und ihr seht, sie läuft. 1.34 Uhr, 29.30 Uhr. Mein Smartphone habe ich auch mitgenommen. Die Insta-App habe ich schon installiert, um die Kamera hinzuzufügen. Das macht man hier auch über die Web-Oberfläche. Kann man über die Web-Oberfläche machen. Es gibt auch andere Wege. Ich zeige euch den Weg, wie ich es am liebsten mache. Auf der rechten Seite seht ihr hier verschiedene Schaltflächen. Da kommt ihr dann auf die Insta-Homepage. Hier kann man die Live-Anzeige stoppen oder wieder starten. Hier kann man das Ganze lautlos schalten. Ein Alarm. Man kann diese ganzen Kacheln auch komplett umkonfigurieren, so wie man es am liebsten haben mag. Es gibt dann deutlich mehrere Kacheln, vielleicht verschiedene Sachen, und die Sprache zum Beispiel wollt ihr nicht, wo man die Sprache noch einstellen kann, also als Shortcut. Ja, kann man sich hin organisieren, wie man es denn haben will. Dann haben wir hier Logout, ist klar. Ich log mich mal raus und log mich wieder ein. Admin mit meinem Kennwort, was wir vorhin spezifiziert haben. Und zack, bin ich wieder drin. Das ist dann Logout. Ich vergrößere das mal. Dann haben wir noch die SD-Karte. Das ist der Inhalt der SD-Karte mit den ganzen Daten. Und also das ist nur ein Teil davon. Ich habe die schon ein paar Mal formatiert. Also ja, hier könnt ihr dann gucken, was so los war. Und das, was ich euch vorhin im Edge-Browser gezeigt habe, damit er das hier anzeigt. Ich gehe mal wieder eins zurück. Dann geht man hier auf Zurück. Genau,
3-Minuten-Aufnahme. Und hier seht ihr schon, wann das erstellt worden ist, mit welcher Auflösung, 2560 x 1440 Pixel, also der höchsten Auflösung 3 Minuten und mit dem neuesten Codec. Und damit ihr dieses Video hier quasi seht in der Ecke, das ist mit Ton auch, dann dann müsst ihr diese Sachen, diese Edge-Einstellung durchführen, was ich euch vorhin im letzten Video gezeigt hatte. Im letzten Video hier oben an meinem PC. So, ist egal. Das ist jedenfalls der Zugriff auf die SD-Karte. Und wenn wir schon mal dabei sind auf der SD-Karte, hier ist das nach Daten sortiert. Genau. Wie gesagt, dauert immer ein Momentchen. Da muss ja die ganzen Daten erstmal transferieren. Und man kann die Sachen auch runterladen, ne? Also das kann ich ja mal machen. Wenn ich jetzt hier auf Runterladen klicke, seht ihr, er lädt jetzt das Video auch herunter. Das beende ich mal. Also auf eurem PC, ne? Dann könnt ihr es mit dem VLC-Player zum Beispiel angucken, ne? Und so könnt ihr das für jedes Video machen. Das ist eine Nachtaufnahme. Oder dieses Video, seht ihr? Völlig simpel. Oder mehrere Videos oder alle Videos, wie ihr da Lust zu habt. Jo. Also das beende ich mal. Auch ziemlich einfach. Da haben wir das nämlich auch schon abgefrühstückt. Login, Logout ist klar. SD-Karte sollte euch jetzt auch geläufig sein, ne? Hier sind die Daten und dann geht man eben rein, wann was los war. Und dann kann man sich angucken, welche Aufzeichnung haben wir da. Ich gehe mal wieder zurück und schließe das. Und sich die Sachen hier einmal im Browserfenster angucken oder eben herunterladen. Alles, was auf der SD-Karte ist. So, nun kommen wir zu dem allerwichtigsten Part. Hier unten rechts seht ihr noch hier, ja, Insta-YouTube-Kanal. Die haben einen eigenen YouTube-Kanal. Da ist nicht ganz so viel los. Das Insta-Wikipedia oder Insta-Wiki nennen die das. Die Wissensdatenbank für ihre Kameramodelle. Das ist sehr interessant. Das Kundenforum, die Insta-Cloud. Also man hat direkt Sprungmarken hier. Facebook, Twitter und was das letzte hier? Instagram, ne? Instagraph, sagt Tuffy immer. Instagram, also den ganzen rechten Block hier unten könnt ihr im Grunde genommen vergessen. Wobei, nicht ganz. Wiki ist ganz cool und auch das Forum ist finde ich ziemlich sinnig. Da könnt ihr euch dann auch anmelden und da selbst Sachen schreiben, wenn Verbesserungsvorschläge einbringen und. So, nun gehen wir mal zu den Einstellungen, zu den wichtigen Sachen. Ihr seht die Kamera, das ist ein Live-Bild. Wenn ich doppelklick, kann ich es vergrößern oder wieder verkleinern. Ach, verschwindet automatisch, okay. So, jetzt haben wir Vollbild. Wie gesagt, Einstellungsdialog und da haben wir verschiedene Geschichten. Netzwerk, Multimedia, Features, Alarm, Aufgaben, System, das ist natürlich alles unterteilt, Cloud, Smart, Home und Insta. Wir arbeiten uns erstmal chronologisch von oben nach unten durch die ganzen Geschichten durch. Wie gesagt, wenn ihr wieder auf Einstellung klickt, dann landet ihr wieder im Hauptmenü. So kann man immer hin und her springen, wie ihr seht. Und Netzwerk ist da erstmal der erste Punkt, IP-Konfiguration. Und wenn ihr zu irgendwas Fragen habt, hier manuelle IP-Adresse zuweisen, man kann die IP-Adresse ändern. Und zu jedem Punkt gibt es hier noch ein kleines Fragezeichen. Also findet ihr hier eine Online-Hilfe, die ist wirklich, also was heißt Online-Hilfe? Eine Hilfe aus der Kamera, die ist wirklich klasse. Zu jedem Punkt, der euch nicht klar ist, findet ihr beim Klicken auf Fragezeichen vorbildlich die entsprechende Hilfe. Gut, das ist einfach nur zur Info. Das ist für uns erstmal weiter nicht wichtig. Dann haben wir noch das TLS-Zertifikat, das kann man hier spezifizieren. Da braucht ihr auch erstmal, besteht für euch kein Handlungsbedarf. Man kann das Ganze natürlich noch ein bisschen ausweiten. Dann gibt es noch CA-Zertifikate. Es wurde noch kein CA-Zertifikat hochgeladen. Hier die Kamera prüft das Server-Zertifikat von externen Diensten auf Zertifizierung durch die gemeinsame Zertifizierungsstelle. Hier gibt es natürlich auch eine Hilfe zu. Könnt ihr euch mal durchlesen. Für euch jetzt auch erstmal nicht weiter wichtig. WLAN ist klar, da könnt ihr jetzt zum Beispiel euer WLAN noch ändern. Dann sage ich hier Netzwerk suchen, sucht euch ein neues Netzwerk aus, gebt die Kennworte ein, klickt auf Testen, wenn das in Ordnung ist und wenn ihr auf Übernehmen klickt, dann loggt sich die Kamera automatisch in das neue WLAN ein. Also da, hier könnte man sein WLAN verändern. Jo, wir sind gerade mit dem Wi-Fi-Band Channel 36 im 5 GHz Netzwerk. Hat er sich eingewählt. Das macht er vollautomatisch, braucht man sich auch nicht weiter drum zu kümmern. Also WLAN, um das vorhandene WLAN später mal zu ändern, sollte es notwendig sein. Fernzugriff, das wird jetzt interessant. Jetzt kommt vielleicht unser Handy ins Spiel. Jetzt können wir hier hingehen und sagen, dass der Point-to-Point-Zugang, den deaktiviere ich mal. Und da gibt es natürlich noch den DDNS-Zugang. Solltet ihr noch keinen DDNS-Server haben oder solltet ihr einen externen haben, könnt ihr hier einen Haken reinsetzen und hier den externen auswählen
mit euren Zugangsdaten, aber die Kamera bietet, oder vielmehr Insta bietet euch auch einen DDNS-Zugang an, und das wäre dann hier dieses, was ihr hier seht, Kova. Wenn ihr das in euren Browser eingebt, egal wo ihr seid, in New York, wie auch immer, dann landet ihr immer automatisch in eurem Heimnetzwerk. Kova. Wenn ihr das macht, landet ihr zu Hause auf eurer Kamera. So, jetzt muss ich mich natürlich in der Kamera authentifizieren, damit das Ganze funktioniert. Dazu gebe ich wieder Admin ein und natürlich das entsprechende Kennwort, was wir ganz am Anfang eingegeben haben. Sag bestätigen. So, und dann seht ihr, jetzt ist hier ein QR-Code freigeschaltet und den muss ich jetzt natürlich scannen mit meiner Insta-App. Und das mache ich mal. Dazu mache ich hier auch eine Bildschirmaufnahme. Das blende ich euch dann mal rechts ein. Zack. So. Und nun gehe ich hier auf InstaVision. Habe ich mir natürlich runtergeladen aus dem Play Store. Sage auf Plus, Kameras hinzufügen. Jetzt gibt es hier den Installationsassistenten. Ersteinrichtung der Kamera. Nee, will ich nicht. Kamera hinzufügen. Hinzufügen einer bereits in Betrieb genommenen Kamera. Das ist sie, ja. Also klicke ich hier rauf. So, jetzt gibt es hier neue Point-to-Point-Kamera hinzufügen oder eben neue IP-Kamera mit DDNS-Zugang. Das mache ich mal. Das scanne ich dann. So, und jetzt sagt der Admin-Kennwort, das hat er alles übernommen. Klicke auf Weiter. Verschlüsselte Verbindung verwenden. Ja, nein. Können wir machen. Kameraname weiter. Test. Nehmen wir die lokale IP. Test. Seht ihr? Erfolgreich gefunden. Ihr könnt natürlich auch eure DDNS-Adresse, da müsst ihr aber dann natürlich noch entsprechend einen Port für die Kamera freigeben. Ihr könnt natürlich auch die Point-to-Point-Variante nehmen, die ist natürlich wesentlich einfacher, aber ich nehme immer die hier und jetzt ist die Kamera quasi hier hinzugefügt. Hier müsste ich dann halt eben entsprechend noch den Port 80 umleiten auf die Kamera. Ne? Gut, und klick auf Speichern. Also Kamera ist jetzt da, wenn ich jetzt raufklick auf die Kamera, wartet mal, upsala, InstaVision, na, da haben wir es doch. Gut, also ihr seht, ist vorhanden. Alles schick, alles gut. Ja, also beende ich jetzt die App. Bop, 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 bop. Und beende die Videoaufnahme. Also haben wir jetzt hinzugefügt. Das war einfach, ne? Also nur den QR-Code scannen. Ich würde sagen, mach das hier auch an. Das ist für euch wahrscheinlich der einfachere Weg. Macht das nicht über DDNS. So. Jo, beides gut. Ne? Macht es so rum. Gut, das lasse ich mal an. Übernehmen. Alles gut. Fernzugriff ist also auch erledigt. Dann haben wir noch OnViv. Das ist nachher für unsere Synology wichtig. Ja, möchten Sie das Protokoll aktivieren? Jupp, das ist der normale OnViv-Port 8080. Und dann haben wir noch den SSL-Port, den verschlüsselten Port. Das ist dann der 8090. Das lassen wir so. Da braucht ihr eigentlich gar nichts weiter machen. Dann haben wir noch fürs direkte Streamen dieser Sachen eine RTSP-Videoübertragung. Kann man aktivieren oder deaktivieren. Könnt ihr auch ausschalten. Und der Port ist hier 554. Wenn ihr auf Fragezeichen klickt, dann seht ihr das schon. Da ist der Port. Der RTSP-Stream, Ihre Kamera, läuft über den RTSP-Port. Stellen Sie sicher, dass der Port in Ihrem Router durchgeleitet wird, bevor Sie versuchen, über die DDNS-Adresse auf die Kamera zuzugreifen. Also kann man von außerhalb zum Beispiel auch über den VLC-Player auf eure Kamera zugreifen. Aus Las Vegas, aus New York, wie auch immer. Okay, braucht ihr weiter auch nichts machen. Könnt ihr ausschalten, wenn ihr das nicht benutzen wollt. Sonst lasst es an. Dann sind wir schon mit dem Netzwerk durch. Multimedia, ja, Audio, ganz simpel. Kamera, Audio verwenden, jo. Und hier habe ich den Audioton, also die Empfindlichkeit, auf Maximum gestellt. Das ist wirklich unglaublich, was man da alles hört. Der Audioausgang, den haben wir nämlich nicht, den können wir ausschalten. Wir haben keinen Audioausgang, wir haben da nichts angeschlossen. Das ist optional. Also stellt es so ein, wie ich es jetzt auch eingestellt habe. Und immer auf Speichern klicken, auf Übernehmen klicken. Genau. Dann haben wir noch Bild-Overlays. Könnt ihr noch Gusto einstellen, wo der Kameraname
eingeblendet werden soll und wo der Zeitstempel eingeblendet werden soll. Wie ihr seht, habe ich den Kameranamen links und den Zeitstempel rechts. Könnt ihr entsprechend nach Gusto verändern und auf Übernehmen klicken, nicht vergessen. So, Privatsphäre wäre jetzt zum Beispiel, wenn Elvis jetzt ein Fremdgrundstück ist und Marilyn Monroe auch irgendwie ein Gehweg ist, dann muss man es ausblenden. Man hat bei Privatsphäre hat man vier Möglichkeiten. Ich gehe jetzt mal auf 1, wähle auch 1 aus, hier seht ihr mit dem Punkt, und werde Elvis unkenntlich machen. Sage übernehmen. Das war das erste. Jetzt nehme ich Bereich 2, man kann vier Bereiche ja wie gesagt wählen, wähle das auch aus und sage Marilyn soll auch ausgeschwärzt werden. Klicke auf Übernehmen. Und dann sieht das Ganze so aus. Dann sind diese beiden Sachen geschwärzt. Seht ihr? Elvis ist weg und Marilyn ist weg. Also so könnt ihr Gehwege und sowas ausschwärzen. So, das mache ich mal beides wieder aus. Klicke auf Übernehmen und dann ist beides wieder da. Wichtige Konfigurationseinstellung. Wie gesagt, man kann vier Bereiche wählen und vergesst nicht immer auszuwählen, welchen Bereich ihr jetzt schwärzen wollt, so wie ich es eben auch gemacht habe. Gut, das war Privatsphäre. Das sind wir mit Multimedia, hätte ich fast gesagt, durch, aber sind wir ja noch gar nicht. Wir waren ja bei Audio, dann bin ich gleich wieder runtergesprungen. Audio hatten wir ja gesehen, das ist in Ordnung. Video hatte ich euch unterschlagen. Hier kann man sagen, Webdarstellung, Full HD reicht mir vollkommen aus, also stelle ich auf Full HD. Und hier oben sind die Parameterisierung für den entsprechenden Stream. Wie gesagt, stellt alles auf niedrig mit höchster Bandbreite. Hier genau das gleiche, hier geht leider nicht mehr. Ne? Und übernehmt den ganzen Kram und 360 auch. Drei Streams habt ihr. 1, 2, 3. So. Und für das, was wir jetzt hier gerade sehen, weil ich ja auch noch einen Full-HD-Monitor habe, habe ich natürlich hier Full-HD eingestellt. Reicht meiner Meinung nach auch vollkommen aus. Gut. Alles klar, das war das. Die grundsätzlichen Sachen. Jetzt kommen die Bildeinstellungen. Jetzt kann man es natürlich ein bisschen feintunen, das Bild. Hier kann man den Farbton verändern, die Bildsättigung kann man verändern, also wie quietschbunt das werden soll. Den Kontrast kann man verändern, wie beim Fernseher auch. Die Bildschärfe kann man verändern. Die Helligkeit kann man verändern. Die Lebendigkeit kann man verändern. Man kann das Ganze vertikal und horizontal spiegeln. Ich mach's mal. Dann wird das Bild gekippt, wie ihr seht. Oder wieder zurückstellen. Falls ihr die Kamera über Kopf montiert, dann wäre das horizontale Spiegeln für euch wahrscheinlich wichtig. Wartet mal. Nein, nicht horizontal. So ein Unsinn. Vertikal. So, das, wenn ich jetzt die Kamera über Kopf montieren würde, wäre das denn wieder korrekt. Also man kann es alles kippen. Ja, kennt ihr von jeder Kamera. Das sind die Grundeinstellungen. Dann können wir noch auf Erweitert gehen. Es gibt auch verschiedene Voreinstellungen, wie ihr hier seht. Reset bewölkt, also Infrarot-Nachtsicht. Also das sind schon von Insta vorgefertigte Presets, was die Farbwiedergabe und die Konfiguration angeht, aber ihr könnt das ja auch alles selbst einstellen. Nach Gusto. Dann geht es noch mal weiter, da gibt es noch Spezialfunktionen, White Dynamic Range kann man hier noch einstellen, die Stärke von White Dynamic Range, zum Beispiel wenn vorne irgendwas zu hell leuchtet, kann man White Dynamic Range nutzen, dann wird also das helle Leuchten so ein bisschen abgedämpft. Man kann eine Flimmerunterdrückung hier noch einstellen, bei LED-Beleuchtung zum Beispiel, falls es flackern sollte. Die Frequenz kann man hier noch einstellen. Den ISO-Wert kann man hier noch hoch oder runter schrauben. Automatisches Entrauschen ist immer an, würde ich lassen. Entrauschungsstufe kann man auch manuell, wenn man das ausschaltet, kann man die Entrauschungsstufe noch aktivieren. Bei Nacht wäre das vielleicht ganz sinnvoll. Man kann hier noch das automatische Gamma, kann man manuell einstellen oder eben den automatischen Schwarzpunkt. Aber lasst das erstmal so, wie es ist. Alles gut. Ihr seht es ja auch schon am Bild. Passt schon. Ne? Sieht ja ganz anständig aus. Aber ihr könnt es dann noch feintunen. Das waren die Bildeinstellungen. Bild-Overlays. Genau. Da waren wir schon. Das hatte ich vorhin schon erklärt. Und Privatsphäre-Maske hatte ich auch erklärt. So. Dann haben wir die ganzen Bildeinstellungen durch. Also den Multimedia-Part. Ihr seht das alles ziemlich einfach. Ne? Und vor allen Dingen, wenn ihr hier irgendwo bei den Bildeinstellungen reingeht und geht auf Erweitert und klickt auf das Fragezeichen, bekommt ihr zu allem hier Information. Ne? Die Skala ist in 32 Schritten unterteilt, also der ISO-Wert, ne? Was einem Bereich von ISO 400 bis ISO 12800 entspricht. Je höher die ISO, desto rauschiger das Bild zum Beispiel. Ne? Dann nimmt das Rauschen zu, die Empfindlichkeit des Sensors nimmt zu, aber natürlich auch das Rauschen. Also da muss man einen gesunden Mittelwert finden. Da kann man sich dann austoben im Bereich Multimedia. Also alles, was mit Bild und Ton zu tun hat. Ne? Und ja, allgemein mit dem Bild. Dann kommen wir zu den Features. Features ist, wenn ihr zum Beispiel bei einer Alarmbenachrichtigung eine E-Mail bekommen wollt, dann könnt ihr hier eure E-Mail-Adresse
eingeben und ja, welche Texte, Alarmauslösung, ne? Hier ist auch schon vorgefertigt, Alarmbetreff, solche Geschichten hier. Und das kann man dann auch gleich ausprobieren, ob das auch funktioniert. Ja, E-Mail, Standard. FTP genau das gleiche, wenn ihr die Videos von der SD-Karte, wenn die Kamera die Videos oder Bilder auf dem FTP-Server kopieren soll, kann man das hier auch spezifizieren, zum Beispiel auf euer, auf eure Fritzbox, die hat ja auch so eine FTP-Funktion, oder euer NAS zu Hause. Ne? Infrarot-Nachtsicht kann man hier noch ein, kann man, das läuft automatisch, man kann das Ganze natürlich auch, der Cut-Filter wird ja auch eingeschwenkt, also der wird, glaube ich, rausgeschwenkt, wenn die Nachtsicht-Eigenschaften zum Tragen kommen. Klar, sonst wird das nämlich, das wird die Infrarot-LEDs keinen Sinn machen. Das kann man alles, wie ihr seht, dauerhaft betreiben, deaktivieren. Ne? Ich kann es ja mal machen. Ich kann es ja mal deaktivieren und auch den Cut-Filter kann ich mal für den Nachtmodus aktivieren. Und was dann passiert mit dem Bild? Ja, es verändert sich schon. Ja, lasst es erstmal auf automatisch, dann passiert da einfach so alles so, wie es sein soll. Wenn es dunkel wird, schalten sich die Infrarot-LEDs ein, der Cut-Filter wird eingeschwenkt und wenn es wieder hell ist, umgekehrt. Man kann das Ganze natürlich auch nach einem festen Zeitplan spezifizieren, wenn man das möchte, wenn man dann noch ins Detail gehen will. Man kann für den PIR-Sensor, also für den Wärmesensor, der unter der Kamera hängt, die Leuchtdauer der die Nachtsicht ist standardmäßig deaktiviert und wird aktiviert, sobald der PIR-Sensor eine Bewegung erfasst. Die Anpassung der Bildeinstellung kann einen kurzen Moment dauern. So. Also das kann man noch aktivieren und dann auch die Leuchtdauer der Infrarot-LEDs bei der PIR, also bei der Infrarot-Wärme, beim Infrarot-Wärmesensor kann man hier auch noch einstellen. Ich mach's mal 60, was ist das, Sekunden? Mal gucken, hier Leuchtdauer. Lass mal gucken, wo steht denn hier Leuchtdauer? Legen Sie hier fest, wie lange der PIR die Infrarot-LEDs nach der letzten Erkennung aktivieren soll. Achso, okay, alles klar. Und hier ist die Nachtschaltung. Nutzen Sie den Wärmesensor, um die Infrarot-LEDs nur dann zu aktivieren, wenn der Sensor eine Bewegung erkennt. Jo, das machen wir mal aus. Also, so werden die LEDs aus. Und sobald, wie bei, zum Beispiel bei einer Nachtbeleuchtung mit Infrarotsensor, ist genau das gleiche. Dann würden sich die fünf, so würde, könnte man auch Strom sparen nachts. Dann könnte man die, dann wäre die Kamera auch im Stromsparmodus, dann wird sie 2,1 Watt verbrauchen und nur anspringen, wenn Bewegung erkannt wird von dem PIR-Sensor. Aber ich lasse das eigentlich bei allen Kameras immer durchlaufen. Dass, wenn es dunkel ist, das immer ausgeleuchtet wird, grundsätzlich. Und dann ist alles schick. Ne? Man kann das aber eben, wie gesagt, auch so machen. Das finde ich eigentlich gar nicht so übel für die Stromsparfüchse. Dass man das dann nur laufen lässt, wenn der Sensor zugeschlagen hat, der untere. Okay, dann kann man noch den Helligkeitswert einstellen. Ändern Sie die Schwellwerte, bei denen die Kamera in den Schwarz-Weiß-Modus, Nacht- oder Farbmodus schaltet. Hier kann man einstellen, ab wann er den Tagbetrieb und den Nachtbetrieb einsetzt. Wenn einem das zu früh oder zu spät ist, kann man das hier so ein bisschen noch konfigurieren und mit den Helligkeitswerten, mit den Schwellwerten rumspielen. Braucht ihr aber erstmal nicht. Das macht die Kamera so mit den voreingestellten Werten. Die sind ziemlich gut. Also diese ganze Geschichte könnt ihr so lassen, wie sie ist. Erstmal. Das war Infrarot-Nachtsicht. Dann haben wir noch die SD-Karte. Genau, gesamte Speicherklasse auf der SD-Karte. Wir haben jetzt noch frei knapp 24 Gigabyte. Von der 32er Karte sind verfügbar 30 Gigabyte. Und dann kann man hier noch einstellen, dass die alten Aufnahmen zugunsten der neuen automatisch entfernt wird. Sprich, das Ganze, die ganzen Alarmaufnahmen, die auf der SD-Karte landen, die rollieren sozusagen. Das Älteste fliegt raus und das Neueste kommt wieder oben drauf. Macht Sinn. Lasst es auch bitte so. Aufnahmen für einen bestimmten Daueraufbewahren, da kann man dann auch sagen, ich möchte, dass die Aufnahmen nach 10 Tage alte Aufnahmen gelöscht, automatisch gelöscht werden. So, dann kann man noch hier Verzeichnis öffnen, direkt auf der SD-Karte, dann kann man hier hingehen, seht ihr, das ist auch nochmal übersichtlicher. Und hier hin und her springen, seht ihr, zack, hier sind die ganzen Aufzeichnungen. Aber die SD-Karte einbinden, SD-Karte auswerfen, kann man natürlich auch auswerten und die SD-Karte formatieren, da wird sie komplett gelöscht. Also auch Standardfunktionalitäten,
braucht euch auch nicht weiter drum zu kümmern. Dann haben wir noch die Status-LEDs. Wir haben ja zwei LEDs vorne an der Kamera, eine blaue und eine rote, die leuchten auch recht hell. Die rote LED besagt, dass die blinkt auch, besagt, dass die Kamera Strom hat, und die blaue LED, die dauerleuchtet, besagt, dass die Kamera ein WLAN hat, eine WLAN-Verbindung. Die LEDs haben auch noch andere Funktionen, schaut einfach mal in die Bedienungsanleitung. Vielleicht steht das sogar hier irgendwo beschrieben. Hier steht es ja auch sogar schon. Hier, wenn der Betrieb der Status-LED nicht gewünscht ist, dann können Sie diese hier abschalten. Also dann kann man die Kamera sozusagen im Stealth-Modus, dann ist sie nicht so auffällig, weil die LEDs echt hell sind. Könnt ihr ausschalten, ich lasse sie jetzt einfach mal an, aber im Betrieb würde ich die beiden auch ausschalten. Jo, und dann könnt ihr, upsala, dann könnt ihr hier nochmal auf Fragezeichen gehen und dann bekommt ihr hier nochmal, seht ihr, genau beschrieben, welche LED was anzeigt. Also ich würde sie ausschalten. Gut, dann haben wir hier Alarm, das wird jetzt interessant. Jetzt kann man Alarm aktivieren, das haben wir ja schon in der Ersteinrichtung gemacht, den PIR-Sensor, also den Wärmesensor, aktivieren, jupp, mit einem Bereich koppeln, ja soll er, und die gekoppelten Bereiche ist 1, 2, 3, 4. So, zu den Bereichen kommen wir nämlich gleich. Audio-Alarm aktivieren, das wäre dann, und die Sensitivität, dass er auch bei Krach einschlagenden Scheiben einen Alarm rausfeuert, über das eingebaute Mikrofon. Ich lasse das jetzt mal aus. Objekterkennung aktivieren, klar, kann er machen. Ich möchte Personen erkennen oder Fahrzeuge. Ne, Fahrzeuge will ich nicht. Und Personen voraussetzen. Ja, ja, klar. Und Tiere voraussetzen. Ne, das will ich auch nicht. Also er kennt Tiere, Fahrzeuge und Personen. Er soll nur Alarm, wenn er Personen erkennt. Also jetzt diese jetzige Konfiguration wäre, er soll einen Alarm raushauen, wenn der Wärmesensor anschlägt, wenn die Person in eins von diesen vier Bereichen drin ist und detektiert wird und bei der Detektion die Kamera automatisch erkennt, dass es sich um Mensch handelt. Dann wird ein Alarm rausfeuern. Also ihr merkt schon, das ist schon heftig. Objekterkennung, das sind nämlich diese Geschichten hier. Wartet mal. Objekterkennung aktivieren. Aktivieren Sie die AI-basierte Objekterkennung Ihrer Kamera. Der Algorithmus wird drei Objektklassen im Live-Video Ihrer Kamera erkennen. Personen, Fahrzeuge und Tiere. Bla bla bla. Ich habe das jetzt mal ausgeschaltet, er soll alles erkennen. Zack. So. Achso, Mensch, da waren wir noch gar nicht fertig, ja. So, und dann gibt's noch Alarmaktion. Video auf SD-Karte speichern. Klar, wenn ein Alarm detektiert wird, soll er nicht nur eine Push-Nachricht raushauen, sondern er soll auch ein Video rausfeuern und das speichern. Klar. Dann kann man auch noch sagen, er soll es auf einen FTP, dann müssen wir aber den FTP-Server spezifiziert haben, FTP-Server laden oder das Video an eine Cloud senden. Hier gibt man die Videoauflösung an, gibt da immer die höchste Auflösung an, das ist die beste Bildqualität, denn die Länge des Alarmvideos könnt ihr auf 60 Sekunden setzen, setzt das auf 60. Dann könnt ihr noch sagen, er soll mir auch eine E-Mail mit dem Snapshot, mit dem Bild zusenden und einen Alarmton ausgeben. Das macht in diesem Fall keinen Sinn, weil wir ja keinen Alarmton, weil wir audiomäßig nichts angeschlossen haben. Dann soll er Bild auf SD-Karte speichern. Er kann auch noch zusätzlich ein Bild speichern und ein Bild-Upload auch noch auf den FTP-Server kopieren. In der Bildauflösung 1044p. Anzahl der Bilder per E-Mail. 5 Bilder sollen geschickt werden. Dann macht er mit Zeitversatz 5 verschiedene Fotos. Falls auf einem Bild derjenige nicht gut zu erkennen ist, ist er vielleicht auf dem zweiten, dritten, vierten oder fünften gut zu erkennen. Ne? Anzahl der Bilder auf der SD-Karte, die gespeichert werden sollen, auch 5. Und Anzahl der Bilder auf FTP auch 5. Aber FTP haben wir hier auch nein angeklickt. Das wäre eigentlich egal. Er würde jetzt quasi Folgendes machen. Lass mal überlegen. Wenn ich jetzt hier noch das ja, dass es an die E-Mail-Adresse schicken soll, dann würde er mir jetzt 5 Bilder per E-Mail schicken. Jo. Also das lassen wir so. Auf SD auf jeden Fall speichern. Buff. Übernehmen. Dann sind wir jetzt mit Alarmaktion durch. Dann haben wir jetzt die Bereiche. Ich sagte ja 4 Bereiche. Das sind diese 4 Bereiche nämlich. Und hier waren ja die Alarmaktionen. Gekoppelte Bereiche. Ausgewählte Bereiche lösen nur einen Alarm aus, wenn der PIR ebenfalls auslöst. Paff, wenn ich das nämlich ausschalte, dann spielt das nämlich überhaupt keine Rolle mehr. Warte mal, mit Bereich koppeln. Genau. Also es muss beides an sein. Seht ihr? Macht auch meiner Meinung nach Sinn. Einzeln geht nicht.
Der PIR-Sensor muss immer mit aktiv sein. Dass ein Alarm, jetzt würde er einen Alarm rausfeuern, sobald der PIR-Sensor anschlägt. Und so würde er einen Alarm raushauen, wenn einer von den vier Bereichen noch zusätzlich anschlägt. So. Und das kann man jetzt hier spezifizieren mit den Bereichen. Hier seht ihr das Bild mit vier verschiedenen Farben. Ich mach mal drei aus. So. Hier ist Bereich 1 und hier kann man die Sensitivität, also die Empfindlichkeit einstellen und das hat mit Pixeln zu tun. Das heißt also, wenn man möchte, dass, also wenn nur ein paar Pixel verändert werden hier in diesem roten Bereich, dann soll er das als Alarm detektieren. Und hier wäre es schon so, dass richtig viel im Bild verändert werden muss, um genauer hinzugucken, ob es ein Alarm ist. Also ich würde das zwischen 80 und 90 einstellen, eher Tendenz 90, das heißt also auch wenn kleine Veränderungen, also 10% des Bildinhalts verändert werden, soll er eventuell, wenn er einen Mensch erkennt, einen Alarm rausfeuern. Ne? Wenn ihr das eingeschaltet habt, Menschenerkennung oder Autoerkennung. Macht auf keinen Fall den Fehler, dass ihr hier beigeht und sagt, pass auf, das ist mein Alarmfenster. Er soll das gesamte Bild, das übernehme ich jetzt mal, er soll jetzt das gesamte Bild als Alarmbild detektieren. Das bedeutet, 10% von diesem gesamten Bild müssen sich verändern. Das ist echt eine Masse. Das würde ich so nicht machen. Macht es wirklich so, dass ihr das einteilt. Dass ihr sagt, pass auf, hier habe ich einen Alarmbereich. Das aktiviere ich mal. Hier ist auch noch ein Bereich. Hier habe ich auch noch einen Bereich. Ah, scheiße. Na, okay. Moment. Machen wir so. Zack. Wählen wir den grünen mal aus. Dann habe ich hier noch einen Bereich. Und dann wählen wir noch den vierten aus. Und dann habe ich hier unten auch noch einen Bereich. So. In allen Bereichen hier außerhalb soll er nicht gucken, weil das ist einfach nur verschwendete Rechenenergie. Sondern er guckt jetzt im Bereich 1, im Bereich 2, im Bereich 3, im Bereich 4. Und für jeden Bereich können wir eine eigene Sensitivität, also eine, wie viel Pixel müssen sich da verändern? Also 10% von Bereich 1 muss sich verändern, damit er genauer hinguckt. Hier ist es so, 20% von Bereich 2, 3 und 4 müssen sich verändern, damit er da ein bisschen genauer nachguckt oder einen Alarm rausfeuert. Ne? Nimmt mehrere kleine als ein großes. Das ist ein ganz großer Fehler, der da gemacht wird bei den Insta-Systemen, dass viele Leute beigehen und sagen, ich möchte nur einen Bereich, ich will es mir ganz einfach machen und der Bereich soll das gesamte Bild abdecken. Da werdet ihr Probleme bekommen, dann ist die Detektion, upsala, so muss ich es machen, dann ist die Detektion ungenau. So, da will ich das jetzt übernehmen und das wäre nicht klug, wenn ihr das so macht. Ihr seht, Alarmbereiche müssen eine Mindestbreite sowie Höhe von jeweils 100 Pixeln haben. Bereich 4 hat ungültige Maße, ja klar, weil 4 habe ich auch nicht an. Mach ich mal ein bisschen größer, so, zack. Ach so. Ja, so, zack. Bumm. Ja, also, wir gehen nochmal durch. Ich sag, warte mal, ich mach das mal anders, so wie es vorher war. Ja, das ist ein Alarmbereich. Hier wäre ein Alarmbereich. Hier mache ich einen Alarmbereich. Und hier mache ich einen Alarmbereich. So, und die Sensitivität setze ich nach oben auf 90, dass er nur 10% vom Bild ändern muss. Und das übernehme ich. So, das wären jetzt meine Alarmbereiche. Also bei euch wäre es dann zum Beispiel eine Auffahrt oder irgendwie was, eine Ecke oder sowas, wo jemand rumkrauchen könnte, könnt ihr dann als Alarmbereiche spezifizieren. Also macht es einzeln. Oder wenn ihr nicht ganz so viele Bereiche braucht oder nur kleine Bereiche habt, nehmt ein oder zwei, ne? Die sozusagen die neuralgischen Punkte sozusagen abdecken. Das waren die Bereiche. Ja. Dann gibt es die Objekterkennung. Hier kann man jetzt spezifizieren, legen Sie hier den Grenzwert für die Mindestgröße und Maximalgröße und Übereinstimmung für ein Objekt, für die Objekterkennung fest. Box, Größenbox anzeigen, Übereinstimmung. Größenbox anzeigen für Fahrzeuge und für Haustiere. Das kann man dann hier entsprechend
spezifizieren. Und hier auf Fragezeichen bekommt ihr, hier sieht man es vielleicht ein bisschen besser bei der Objekterkennung. Objekt, wählen Sie das Objekt Person, Fahrzeug, Tier aus, für das Sie die Erkennungsschwelle Erkennungssicherheit, also um eine genauere Erkennung hinzukriegen, und die Begrenzungsrahmen anpassen möchten. Begrenzungsrahmen anzeigen. Zeigt den Begrenzungsrahmen minimale und maximale Größe für das ausgewählte Objekt. Seht ihr das? Person. So. Und hier kann ich jetzt beigehen. Das Ganze so ein bisschen spezifizieren. Person, hier vorne. Gehen wir nochmal Fragezeichen. Größe, minimal, maximal. Das kann ich hier natürlich auch verkleinern. So. Und das hier auch ein bisschen verkleinern. So, das wäre minimal und das wäre hier der Maximalbereich. So, und das, da muss das dann drin liegen, ne? Genau, und das kann man dann auch nochmal spezifizieren. Aber lass erstmal die Standardeinstellungen, das passt dann schon. Erstmal. Dann kann man noch einen Zeitplan festlegen. Hier ist es so, hier soll der Alarmzeitplan, hier ist er immer an. Und jetzt kann ich auch sagen, Arbeitszeit, dann habt ihr hier schon ein paar vorgefertigte Sachen, die ihr nur noch optimieren müsst. Nachts, ne? Invertieren, Arbeitszeit, dann könnt ihr sagen, ich arbeite auch samstags. Und dann packt ihr die noch mit da rein und speichert ihr das. Ne? Genau, dann zeitgesteuerte Bildeinstellung, Bereich 1 und 2 aktiv, um Bereich 1 und 2, was ist denn Bereich 1 und 2? Moment. Hier können Sie Zeiten festlegen, in denen die Kamera einen Alarm auslöst, zum Beispiel durch eine Bewegungserkennung eines definierten Alarmbereichs. Ja, okay. Also ihr seht schon, völlig einfach. Man kann das Ganze zeitgesteuert machen, aber auch hier so spezifizieren, wie man da lustig ist, ne? Wartet mal. Zeitplan. Ja, das war alles, das passt dann schon. Also rund um die Uhr soll er jetzt quasi arbeiten. Push-Nachrichten sind aktiviert in Kombination mit der mobilen App, also mit meinem Smartphone, kann Ihnen die Kamera direkt eine Benachrichtigung auf Ihr Smartphone oder Tablet schicken, wenn ein Alarm detektiert worden ist. Und dann gibt es noch einen Ruheintervall, nicht, dass alle 5 Sekunden das Handy losbimmelt. Also dann soll er, nachdem er eine Push-Nachricht rausgehauen hat, soll er 60 Sekunden warten, bis die nächste Push-Nachricht kommt. Das kann man natürlich jetzt auch testen. So, ihr habt gesehen, es funktioniert. Immer wenn ich jetzt auf Testen klicke, steht hier Insta-Benachrichtigung, Alarmmeldung empfangen von der Insta. Na? Gut, das übernehme ich mal. Also Push-Nachrichten funktioniert auch. Gut, das müsst ihr natürlich in der Insta-App, müsst ihr natürlich Push-Nachrichten auch zulassen, ist klar, ne? Zeige ich euch nachher noch. Dann habt ihr noch Aufgaben, genau, da kann man, das ist ziemlich simpel, da kann man einen Zeitplan, seht ihr hier einen Zeitplan, Fotoserien automatisiert aufnehmen, auf der SD-Karte, per E-Mail zu senden oder auf den FTP-Server. Also völlig einfach zu diesen Uhrzeiten, wenn man zum Beispiel Baufortschritte oder sowas aufzeichnen will, vom Haus gegenüber oder wie auch immer, weil da irgendwas hochgezogen und gebaut wird, kann man sich das Ganze so ein bisschen angucken und alle 120 Sekunden als Beispiel jetzt oder alle 5 Minuten oder alle 20 Sekunden ein Bild zu senden lassen. Das gleiche gilt natürlich auch für Videoaufnahmen. Da kann man dann sagen, im 1440p Modus dann und dann Daueraufnahmen nach Zeitplan auf der SD-Karte durchführen. Daueraufnahmen, vergesst das nicht. Also da braucht ihr eine große SD-Karte. Ne? Denkt dran, wenn ihr hier rund um die Uhr aufzeichnet, dann sind da mal 100 GB gar nichts. Ne? Okay, das ist das. Aufgaben auch nicht so super spannend, aber gut, dass es das die Möglichkeit gibt. Dann kommen wir jetzt zu System, kommen wir zur Übersicht. Da haben wir dann die Informationen, Netzwerk, Downloads. Hier haben wir einfach eine Übersicht über die Kamera. Dann haben wir noch Netzwerk. Das schwert sich alles. Downloads, hier kann man die Bedienungsanleitung runterladen. Also auch nicht ganz so spannend. Benutzer, hier kann man verschiedene Benutzer definieren. Ein Administrator, ein Benutzer zum Beispiel in der Familie, die Frau oder sowas. Und Gäste, die Kinder, können dann auch drauf zugreifen. Ne? Aber eben nicht nur der Administrator kann das machen, was wir hier gerade machen. Ne? Und der Benutzer kann ein paar kleinere Veränderungen durchführen. Und Gäste können eigentlich nur gucken, können sich nur das Bild angucken.
Hier kann man jetzt nochmal einstellen, das, was wir hier am Anfang gesehen haben, wenn ich jetzt wieder zurückgehe, sehe diese Kacheln hier. Ich gehe jetzt wieder in die Einstellung rein, Web UI, so, und diese Kacheln kann man sich hier neu anordnen. Doppelklicken. Ja, genau. Jetzt hat er es hier rüber, dann kann ich das hier rüberschieben und neu sortieren. Cloud will ich auch nicht, die entferne ich mal durch Snapshot. Seht ihr? Und sag übernehmen. Und wenn ich das übernommen habe und gehe aus der Einstellung raus, dann seht ihr hier, haben wir jetzt Aufnahme und auch einen Snapshot. Also kann man sich diese Kachel nochmal individuell einrichten und das Ganze aufhübschen. Mit den Funktionen, die man braucht. Datum und Uhrzeit kann man hier auch nochmal einstellen. Heute ist der 2. Januar 2022, 2023. Ja. Automatische Synchronisierung, braucht ja nicht weiter nichts machen. Language, hier kann man die Sprache verändern, die ist in Deutsch, man kann sie in verschiedenen Sprachen einstellen, auch Russisch oder Italienisch, Spanisch, was man will. Das ist also wirklich schon umfangreich, aber wir lassen es auf Deutsch. Systemlogbuch, hier kann man gucken, was wir hier so alles gemacht haben. Ja, es ist einfach ein Systemlogbuch, das kann man auch runterladen. Das ist nicht weiter spannend, das Systemlogbuch. Aber wieso habe ich hier 23? Wurde aufgrund wiederholter inkorrekter Benutzerdaten gesperrt. Ach so, okay, das ist meine Synology. Ah, das ist noch das alte Kennwort in der Synology. Also meine Synology versucht, auf die Kamera zuzugreifen, kann das aber nicht. und wurde gesperrt. Das sind immer 60 Sekunden. Ich gehe mal ganz kurz in meine Synology rein und gebe das mal korrekt ein hier. So, das Problem habe ich gelöst hier. Systemlogbuch. Ich habe in meiner Synology den Account angepasst. Ja klar, weil meine Synology, es ist immer so, wenn jemand falsch eingibt, mehrfach das Passwort falsch eingibt, also Admin und ein falsches Passwort eingibt, dann sperrt die Kamera sich 60 Sekunden lang. Joop. Okay, so, solche Sachen stehen im Systemlogbuch. Steht auch noch ein bisschen was anderes. Da steht nur so ein Zeug, ne? Ja. Ja. Also da steht alles Wichtige. Da sollte man hin und wieder vielleicht doch mal reingucken. Firmware-Update, kann man gucken, ob es ein neues Firmware gibt. Update, nein, gibt es kein neues Firmware. Das ist die aktuellste Version, wo ich die Kamera, wie lange ist das hier? 7 Wochen. Vor 7 Wochen bekommen habe, gab es gleich ein neues Firmware-Update. Seitdem ist bisher nichts passiert. Doch, einmal noch. 2 Firmware-Updates habe ich durchgeführt. Doch, doch. Dann kann ich hier Sachen, klar, die Systemeinstellung, die kann man backuppen, aber auch wieder zurückspielen. Also Backup, wenn ihr auf Backup klickt und Datei auswählen, könnt ihr das wieder in die Kamera einspielen, eure alten Daten. Ja, Standardfunktionalität. Dann kann man hier Neustart durchführen. Manchmal tut ein Neustart der Kamera ganz gut. Möchten Sie Kamera neu starten? Kann ich jetzt auf Ja klicken, auf Übernehmen, dann startet die Kamera neu, das mache ich nicht. Oder ich sage einfach, um 0 Uhr jeden Tag soll er automatisch die Kamera einmal neu starten. Ich persönlich benutze diese Funktion an allen Kameras überhaupt nicht, weil die laufen alle stabil. Das wird bei der Insta auch genauso sein. Aber es geht halt, ne? Das ist eben entscheidend. Habe ich das jetzt aktiviert? Nee, so soll das auch sein. Dann kann ich noch ein Werksreset durchführen. Dann kann ich einmal den Werksreset durchführen und er soll die WLAN- und IP-Konfiguration beibehalten oder eben er soll sie komplett in Werkseinstellung zurücksetzen, so wie er sie bekommen hat, wie sie vorhin war. Das war System. Denn die Cloud kann ich nicht ganz so viel zu sagen. Die Insta-Cloud bin ich kein Kunde von. Die ist kostenpflichtig. Wenn ihr die habt, lest einfach drin rum. Dann haben wir hier noch die ganzen Smart-Home-Geschichten. Man kann die Kamera natürlich in euer vernetztes Zuhause ganz einfach mit einbringen. Man kann die Kamera mit Alarmservern verbinden. Man kann Alexa hinzufügen mit Skills. Man kann Google Home aktivieren. Man kann das Apple HomeKit aktivieren. Man kann IFTTT Plattform nutzen. Und MQTT kann man auch nutzen. Mit IO Broker, ne? Oder Broker heißt das, glaube ich. IO Broker heißt das, glaube ich. Jo. Also alles, was mit Smart Home zu tun hat, kann man mit dieser Kamera machen. Welche Funktionen davon noch nicht funktionieren oder funktionsfähig sind? Alexa, glaube ich, hat noch ein Problem. Ne? Wir bieten Ihnen für den Insta Cloud Skill, benötigen Sie einen kostenlosen Insta Cloud Konto.
Aber lest euch da mal rein. Vielleicht habt ihr da eine Anwendung für. Ich persönlich nicht. Und da haben wir noch Insta, den Online-Shop, Insta-Moments, Wissensdatenbank, Kundenforum, Installationsanleitung, YouTube, Facebook, also das, was ihr hier unten in klein auch habt, hier rechts. Quasi. So, und das waren die Einstellungen. Mehr gibt's zu dieser Werbeoberfläche eigentlich nicht zu sagen. Ziemlich simpel, wie ihr seht, ne? Wenn ihr doppelklickt, ist alles groß und das war's. So, meine Lieben. Also, ich würde sagen, ich beende dieses Video an dieser Stelle und wir werden uns gleich unten auf der Couch wiedersehen. Nein, wir gehen noch nicht runter. Eine Sache wollte ich euch noch zeigen, und zwar die Synology, die Einbindung in die Synology. Dazu gehen wir mal in die Synology. So, jetzt sind wir hier in der Synology drin, in der Surveillance Station. Da möchte ich euch die Konfiguration der Kamera nochmal kurz zeigen. Und zwar, das sind die Einstellungen, die ihr vornehmen müsst. Hier gebt ihr einfach einen Namen ein, gebt die IP-Adresse ein, nimmt den OnViv-Port 8080, weil wir können ja mal auf Insta gehen. Was Insta hier ist, Insta. So, und wir finden hier die Kamera nämlich nicht. Wir finden hier nur die 9008, solche Geschichten. Also die 84 finden wir hier nämlich nicht. Die 9408 finden wir hier höchstens. Das ist aber nicht die, die wir haben. Wir haben noch die 2K Plus. Also, das haut nicht hin. Ihr müsst, noch zumindest nicht, ihr müsst auf OnViv gehen, Port 8080 eingeben, eure IP-Adresse eingeben, euer Benutzernamen, das entsprechende Kennwort. Dann klickt ihr auf Verbindung testen. Jo. Das dauert ein Momentchen. Jetzt testet er die Verbindung. Änderung übernommen. Da ist das Bild. Seht ihr? Und dann klickt ihr auf Übernehmen. Ach, brauchen wir nicht. Dann geht ihr auf Video. Ist klar. Hier habt ihr natürlich nur einen Stream, und zwar den Full HD Stream. Reicht ja eigentlich auch vollkommen aus. Hier könntet ihr auf 30 Frames pro Sekunde gehen. Die Kamera läuft ja mit 30 Frames pro Sekunde. Klickt auf Übernehmen. Ja, da braucht ihr weiter gar nichts einstellen. Da braucht ihr auch erstmal weiter nichts einstellen. Aufnahmeeinstellung nach Zeitplan, klar. Fortlaufen zum Beispiel aufzeichnen, rund um die Uhr aufzeichnen oder bei einer Bewegungserkennung die Bewegungserkennung aufzeichnen. Dann habt ihr noch Stream. Ja, immer hohe Qualität, weil ihr nur eine Einstellung habt. Live-Ansicht, auch hohe Qualität. Optimierung nach Kameraeinstellung, hier die Zeitsynchronisation. Kann man es ja auch noch drehen und neu starten. Und die Ereigniserkennung. Das macht hier die Surveillance Station. Da habt ihr nämlich diese PIR-Geschichten und die Alarmbereiche leider nicht, weil es eben noch kein Preset dafür gibt. Also müsste die Alarmdetektierung, würde dann und die Aufzeichnung letztendlich die Synology machen, über die Synology interne Konfiguration. Mit der Empfindlichkeit, den Schwellwert und kurze Bewegung. Für 3 Sekunden Blätter zum Beispiel, die vor der Kamera längs fliegen. Oder 2 Sekunden ignorieren. Und dann speichern. Und dann ist die Sache erledigt. Und hier seht ihr schon den roten Punkt. Ich gehe da nochmal rein. In die Überwachungszentrale. Er nimmt dann natürlich jetzt die ganze Zeit auf. Moment. Genau. So. Sind wir hier in der Kamera drin und hier oben seht ihr, er zeichnet gerade auf. Ja, so sieht das Ganze aus. Also es funktioniert. Das entferne ich hier mal und führt bitte diese Einstellung durch. Dann ist alles schick und den Rest überlasse ich euch, je nach Gusto, wie ihr das haben wollt. Das hier ist das Entscheidende. Jo, das ist Synology. Es funktioniert einwandfrei, allerdings noch kein Preset dafür. Man hat noch nicht auf alle bei der Konfiguration laden. Er lädt sie zwar. Technische Möglichkeiten der Kamera haben sich nicht geändert. Ja klar. Es haut einfach noch nicht hin. Das ist ein bisschen schade, aber das kommt noch. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und dann hat man auch auf alle 3 Streams Zugriff und kann das alles komplett durchkonfigurieren, dass die Kamera die Alarmdetektion übernimmt, weil das finde ich eigentlich recht sinnvoll, weil die Synology ist auch nicht schlecht. Die macht das eigentlich auch sehr, sehr gut.
Jetzt mit Ereigniserkennung. Aber die Ereigniserkennung von der Kamera finde ich ein bisschen sinniger. Da hat die Synology auch weniger zu analysieren. Jo. Gut. Das war das. Also runter auf die Couch. Wieder. Dann haben wir das jetzt auch abgefrühstückt. Pi ist wieder zurück. Könnt ihr noch? Es ist auch schon wieder ganz schön spät. Mein Gott. Okay. Ich trinke noch mal ein bisschen Tritor. Ah, ja, habe ich mich wieder blutig gelabert. Jetzt kommen wir zur App. Ich starte jetzt die App, die habt ihr sicherlich schon runtergeladen, die Insta-App. Und zwar ist das die Insta-Vision, die findet ihr im Play Store. Die ladet bitte runter und dann feuerfrei hinzufügen, habe ich euch vorhin gezeigt. So, wenn wir das jetzt gestartet haben, dann sehen wir unsere Kamera. So, das ist jetzt unser Standbild. Und wenn ich jetzt hier rauf gehe, dann haben wir das Live-Bild, wie ihr seht. Mal so ein bisschen hier so. Genau, dann haben wir das Live-Bild und ich kann hier auch noch ein bisschen, ich mache mal die Auflösung ein bisschen höher, speichere das ab. So, ja, ist die Bildqualität ein bisschen besser. Ja, das ist jetzt das Live-Bild und dann haben wir hier natürlich hier unten links, wie wir es von Insta, von der Insta-App kennen, verschiedene Möglichkeiten mit Push-Nachrichten. Das habe ich jetzt ausgemacht, weil sonst bimmelt das Ding hier dauernd los. Wenn man aufs Fragezeichen klickt, bekommt man zu jeder Funktion sozusagen eine kleine Erklärung. Gehen wir wieder zurück. Und dann haben wir hier natürlich nochmal, wo man es einblenden kann und wie man es ausblenden kann mit den Pfeilen, ne? Zack, zack. Wenn man hier auf das Zahnrad geht, kann man hier noch den mobilen Modus aktivieren, die Auflösung verändern, die Bitrate kann man nach oben schrauben. Mache ich mal auf 5000, volle Pulle. Beziehungsweise ich kann das natürlich auch, warte mal, ich nehme mal die mittlere Auflösung und schraube die Bitrate ein bisschen rauf. So, machen wir mal so, das sollte auch reichen. So, dann kann man natürlich auch die, upsala, die Helligkeit einstellen, Schärfe, bla bla, Zeitstempel. Das Übliche sozusagen, immer auf Speichern klicken. Ja, also das war im Grunde genommen eigentlich auch schon das Entscheidende. So, jetzt gehen wir wieder ein zurück. Dann haben wir hier natürlich oben links noch verschiedene Geschichten und zwar Aufnahmen. Da kann man ja zum Beispiel in die Aufnahmeverwaltung reingehen mit den ganzen Alarmaufzeichnungen und in seinen Kalender. Da kann man gucken, an welchen Tagen Aufnahmen auf der SD-Karte vorliegen. Und sich die angucken, zum Beispiel am 12. Klicke ich auf 12. Auf Fertig. Und schauen wir mal eine Alarmaufzeichnung an, mal gucken, was da los ist. Lädt er jetzt runter. Und ja, das war hier in der Bude. Unwichtig. Upsala. Oh, bin ich da rausgegangen, ich seppel. So, und dann neue Kameras hinzufügen. Multi-Ansicht, das ist natürlich, wenn man mehrere Kameras hat, interessant. Die Kamera hinzufügen braucht man erstmal auch nicht. Aufnahmen hatten wir ja gerade gezeigt. So, wie kommt man da jetzt wieder raus? Aufnahmen hatte ich ja gerade. Ach so, okay. Alles klar. Da kann man in die Insta-Cloud reingehen und die Einstellung, in den Einstellungsdialog. Dann sucht man sich die Kamera aus, wenn man mehrere hat. Wir haben ja nur eine. Klicken wir auf die eine und dann kann man die Benutzerverwaltung, den Alarmzeitplan, das kennt ihr alles schon. Das habe ich euch irgendwann am PC gezeigt. Die Alarmeinstellung, das kann man hier auch nochmal alles einstellen. Wie ihr seht. Die Alarmbereiche kann man hier noch neu konfigurieren, die WLAN-Einrichtung kann man hier durchführen, die E-Mail-Einstellung kann man hier durchführen und Neustart. Was haben wir hier noch? Und das war's im Grunde genommen auch schon, ne? App. Achso, okay, Vorschau, Lautstärkepegel anheben, Widgets. Okay, gut. Warte mal, was ist denn Widgets? Augenblick mal. App. Widget. Zeitstempel. Widget nach 15 Minuten aktualisieren. Achso, nee, will ich nicht. Videoskalierung, Hardwarebeschleunigung. Das kann man hier alles einstellen nach Gusto, aber das sind so Standardfunktionalitäten. Da wühlt ihr euch schon rein. Upsala. Gehen wir mal wieder auf die Kameras. Multi-Ansicht, genau. Klicken hier einmal rauf. Wie gesagt, Live-Bild, das ist immer das Entscheidende. Auch wenn ihr einen Alarm Meldung bekommen hat, seht ihr hier, Alarmmeldung empfangen, sagen wir mal, ich beende das hier mal,
So, und jetzt gehe ich hier rauf und ich habe eine Alarmnachricht bekommen, eine Push-Nachricht. Vor 18 Minuten hatte ich die bekommen, wo ich mich hier hingesetzt habe. Dann klickt ihr da noch drauf und dann wird euch sofort das Leitbild angezeigt. So, und dann wisst ihr sofort, was zu Hause los ist. Jo. Das sind die Funktionalitäten. Ich will noch mal ganz kurz, ich gehe noch mal ganz kurz ins Leitbild rein. Ja, alles klar, alles gut. Jo, mir gibt's dazu nichts zu sagen. Ist ein bisschen pixelig, ne? Seht ihr das? Wenn ich jetzt in die höchste Auflösung gehe, lass mal gucken. Unser Speichern. Und dann gucke ich mir das da mal an. Ja, das ist besser. Höchstauflösung ist immer am schönsten, ne? Ja, dann kann man das Ganze natürlich auch drehen. Und dann hat man das ganze Vollbild. Jo, also das ist nicht, also die ist relativ einfach, die App, wie ich finde. Man muss sich bloß erstmal dran gewöhnen, ne? Dass man dann hier rechts auf die Aufnahmen kommt, auf die SD-Karte bei Aufnahmen, in die Einstellungen reingeht, dann kann man dann, wie gesagt, auch noch ein paar Einstellungen durchführen. Natürlich nicht so wie am PC oben, aber dann nochmal so Sachen verfeinern, ne? Und wenn man eben, wie gesagt, scheiße. Da komme ich immer durcheinander. Hier Aufnahmen. Und dann wieder raus. So komme ich wieder in die Kamera. So war das. Genau. Und hier Sachen ein- und ausschalten. Man kann Screenshots machen und. Und mit dem Fragezeichen, wie gesagt, bekommt ihr die entsprechende Hilfe online. Und der Navigator zeigt dann quasi auch nochmal an, wie das Ganze hier funktioniert. Das ist online, habe ich noch gar nicht getestet. Dann landet man im Wiki, im Insta-Wiki. Gut, muss noch nicht unbedingt sein. Das ist die App, also da ist auch nicht viel Spannendes, ne? So, okay. Das war die App. Ja, viel mehr gibt es da eigentlich nicht zu zeigen. Sie macht alles das, was sie machen soll. Man kriegt seine Push-Nachrichten, man klickt drauf und Feuer frei und weiß gleich, was los ist, ne? Das ist eigentlich das Wichtigste und dann kann man vielleicht auch nochmal auf der SD-Karte rum gucken, wenn man da Lust zu hat, wenn man Handy-Junkie ist, ne? Jo. Gut, dann mache ich mal aus und baue die Kamera sozusagen ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, geil, ne? So, meine Lieben, jetzt kommen wir zu ein paar Beispielvideos. Ich habe natürlich auch ein paar Sachen hier. Beispielsweise, ja, das ist schon wieder mein. Ja, ein paar Demo-Aufnahmen gemacht. Natürlich wieder im langen Zimmer, oben aus dem zweiten Stock raus, nachts, dunkel wie im Arsch da draußen. Dann vorne tagsüber und nachts gemacht. Ein paar Aufnahmen. Die schauen wir uns jetzt einfach mal an. Das Demo-Material, damit ihr mal ungefähr einen Eindruck bekommt, wie so die Qualität der Kamera ist. Ich zeige sie euch in der Originalauflösung mit 2560x1440 Pixel, meine Lieben. Bis gleich.
Ja, willkommen zurück. Ja, das ist schon gar nicht so übel, was die Kamera da so fabriziert. Allerdings, nachts draußen, gerade hier oben aus dem zweiten Stock, okay, da war natürlich auch viel schwarze Fläche. Das können die Infrarot-LEDs hier vorne. Die können natürlich hier nicht 50 Quadratmeter ausleuchten. Das packt die Kamera einfach nicht. Und dann neigt sie leicht ein bisschen zum Rauschen. Aber auch da vorne nachts hat man, wenn ihr genau geguckt habt, hat man so ein kleines Grieseln drin. Also das kann man sicherlich noch ein bisschen einstellen, ein bisschen optimieren. Das sind jetzt alles, was ihr eben gerade gesehen habt, das sind alles Default-Einstellungen. Also da habe ich noch nichts dran weiter großartig optimiert. Soweit finde ich die Kamera eigentlich ganz cool. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Kamera, die Insta 9408 2K+, das ist schon ein ganz geiles System. Was besonders cool ist, tagsüber. Also tagsüber punkte die. Nachts wäre da bei dem teuren Sony-Sensor, der verbaut ist, noch ein bisschen Luft nach oben. Was gefällt mir eben nicht? Dieses leichte Rauschen nachts, das gefällt mir persönlich nicht wirklich gut. Allerdings ist es nicht schlimm, weil die Sachen, die sie aufnehmen muss, also die Bewegung habt ihr ja da vorne gesehen am Carport, also mein Gesicht, das war wunderbar zu erkennen. Also das haben viele andere, auch ähnlich teure Kameras, nicht so gut hingekriegt, würde ich mal so sagen. Also, ne? Aber dafür hatten die weniger Rauschen im Bild. Also das finde ich schon so ein bisschen, Was gefällt mir an der Kamera nicht? Also was gefällt mir an der Kamera? Das gesamte Konzept gefällt mir, die Verarbeitungsqualität gefällt mir, das modulare System gefällt mir. Der Preis, das ist schon eine Hausnummer. Also die ist echt teuer, ne? Mit 2,99, das gefällt mir persönlich auch nicht wirklich gut. Was mir eben nicht gefällt, war, dass der Sensor vorne, also die Optik vorne, der Fokus falsch eingestellt war alles unscharf, musste ich dann nachstellen. Kein Problem, modularer Aufbau, dafür ist es ja auch alles zum Abschrauben, das kann man alles einstellen, das ist überhaupt kein Ding. Dann auf der Rückseite, dass man die drei Schrauben hier so reinwürgen muss von der Halterung, das fand ich auch scheiße. Ne? Das kann man also dem Endkunden nicht zumuten, da mit so einem massiven Schraubendreher da so Doktorarbeit zu machen, wo die ganzen Gewindegänge mit zugekleistert sind mit Lackierung und dass man die Schrauben da nicht mehr vernünftig reinkriegt. Ne? Also wirklich nur reinwürgen kann. Ne? Jetzt laufen sie wieder gut, die Gewinde. Aber das war eine ganz schöne Arbeit. Also wie gesagt, 10 Minuten, 15 Minuten war ich hier am Schrauben und rumdoktoren, um die Schrauben da vernünftig reinzukriegen. Also echt Katastrophe. Das fand ich echt scheiße. Ne? Und nachts eben dieses leichte Rauschen, was sie hat, das hätte man auch besser machen können. Aber ich nehme an, das kann man wahrscheinlich noch in den Einstellungen so ein bisschen optimieren. Ansonsten, was mir sehr, sehr gut gefällt, wie gesagt, der modulare Aufbau, die Verarbeitungsqualität tagsüber traumhaft. Ich finde, die Aufnahmen, die sie tagsüber macht, ist wirklich, zählt zum Besten, was ich hier an Kameras bisher gehabt habe. Allerdings stinkt sie nachts ein bisschen ab. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Und eben, okay, das mit den Schrauben ist nicht dramatisch, ist aber ärgerlich für einen Kunden. Da muss Insta auf jeden Fall nachbessern. Und was das Rauschen angeht und diese digitalen Artefakte, das hat damit zu tun, Full-HD-Material mit 2,5 Megabit finde ich auch ein bisschen schwach. Insbesondere bei so einem leistungsfähigen WLAN-Modul. Da hätte man die Option noch einbauen können, dass man mit einer größeren Bandbreite sendet. Und bei den 1440p-Material auch mit den 5 Megabit, dass man auf 10 Megabit geht. Also da hätte Insta ein bisschen mehr Bandbreite spendieren können. Damit die Kamera nicht zu Artefakten neigt. Okay, wenn man natürlich die Bandbreite nach oben schraubt, dann schaufelt er natürlich ordentlich Daten auf die SD-Karte. Denn kommt man mit der 32 GB SD-Karte nicht wirklich klar. Aber was kostet eine 32 GB SD-Karte? Die kostet heute 4 Euro. Dann holt man sich, oder noch weniger, 3 Euro. Dann holt man sich eine 64er oder 128er für 10 Euro und steckt die denn da rein. Also damit könnte man das wieder kompensieren. Zumindest hat man als Kunde dann die Möglichkeit, eine höhere Bandbreite zu fahren, um ein artefaktfreieres Bild zu bekommen. Weil das fand ich echt schwach, dass der andere Kameras operieren, in dem Bereich mit 16 Megabit. Okay, ist nur eine WLAN-Kamera. Aber das wird wahrscheinlich bei dem POE-Modell genau das gleiche sein. Das ist einfach zu gering. Also da sollte man als Kunde die Möglichkeit haben, okay, ich erhöhe die Bandbreite, das kostet natürlich mehr Volumen auf der SD-Karte, dafür habe ich aber eine bessere Bildqualität. Also das sollte Insta auf jeden Fall nachbessern. Wenn die das nachbessern, dann ist die Kamera richtig cool. Dann ist die richtig cool. Sie ist jetzt auch schon cool mit den paar Abstrichen. 299 Euro, das ist schon eine Hausnummer. Also von mir bekommt die Kamera rein technisch gesehen bekommt die Kamera von mir ganz klar eine Kaufempfehlung. Wenn Geld keine Rolle spielt, weil hier ist wirklich alles bei, was man braucht. Lange Kabel, alles. Ne? Upsala. Hier ist wirklich alles dabei, was man sich so als Kunde wünscht. So, Moment.
wirklich alles dabei, was man sich so als Kunde wünscht. Die Verarbeitung ist toppi, die Kamera ist toppi. Das Ding macht echt Böge, ne? Also ganz, 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 ganz toll, ne? Also kann man nicht anders sagen. Jo. Kann man nicht anders sagen. So, geht das so? Ja, ja, geht so, ne? Also wirklich toppi, ne? Ne? Das sind die einzigen drei Kleinigkeiten, die mich an der Kamera nerven. Die App ist okay, habt ihr gesehen. Okay, dass man die nicht vernünftig einbinden kann mit dem PIR-Sensor in die Synology Surveillance Station, das finde ich natürlich auch kacke per OnViv, ne? Dass man da auf die Kamera, auf die Surveillance Station Detektion setzen muss. Und nicht, dass die Kamera die Sachen meldet. Das ist die erste Kamera, wo es nicht geht. Also, das verstehe ich nicht. Das ist mir auch irgendwie unverständlich. Bei allen Systemen, auch bei allen Enkel-Systemen war das überhaupt gar kein Problem, ne? Wobei ich mich da ja natürlich Presets bedient habe, die ich ein bisschen modifiziert habe. Also man wird abwarten müssen, wenn man sie wirklich in die Surveillance Station einbindet, wirklich nur Full HD, anders geht's nicht. Mit der vollen Auflösung wird man da einfach in der Surveillance Station nicht. Warum auch immer. Und man wird abwarten, bis das richtige Preset für diese Kamera da in der Surveillance Station von Synology eingepflegt wird. Dann wäre das eine tolle Sache. Ansonsten per OnViv mit Full HD geht natürlich auch. Aber dann kann man sich auch eine Full HD Kamera kaufen, muss man nicht so viel Geld ausgeben, ne? Wenn man das Ding in der Surveillance Station benutzen will. Also da würde ich dann noch im Zweifel abwarten. Ansonsten für 2,99 ein doch durchaus solides System. Die ganze Oberfläche ist fast selbsterklärend. Die Hilfe ist natürlich perfekt. Die Web-Oberfläche, ihr habt es gesehen, das macht richtig Spaß, mit der Web-Oberfläche zu arbeiten. Da ist das bei den Hikvision-Systemen ist das natürlich manchmal echt kryptisch, weil da ist die Verschachtelungstiefe so gewaltig, dass man da manchmal schon so ein bisschen ins Straucheln kommt. Also da bei den Hikvision-Systemen, da kann man es komplett auf die Spitze treiben. Das ist natürlich toll, dass man diese Option hat. Allerdings ist das schwierig für einen normalen Endanwender, so hinzufummeln, wie man es eigentlich haben will. Da ist das, würde ich mal sagen, ein bisschen einfacher. Made in Germany. Also ist es ein rundes, stimmiges System. Auch für Leute, die es nicht komplett auf die Spitze treiben wollen. Die einfach ein System haben wollen, was funktioniert und mit dem man gut arbeiten kann. Und das kann man mit der Kamera. Also finde ich okay. Den Preis finde ich aber ein bisschen hoch. Aber man hat natürlich, für den Preis hat man natürlich auch ein Kilo in der Hand. Ich glaube 900 Gramm, wie ich das Ganze, so wie ich es jetzt hier habe, ne? Und eben schön ist auch keine Kabelpeitsche, sondern man benutzt immer nur das, was man braucht. Also in diesem Fall ist es einfach nur noch ein Netzteil, ne? Das ist auch schon ziemlich geil, wie ich finde, ne? Und ja, tolle Kamera, tolles System, ihr habt es gesehen. Also bin ich echt begeistert von dem Modell. Für 2,99 passt. Aber es ist noch ein bisschen Luft nach oben. Also es ginge noch besser. Ich werde da auf jeden Fall Insta auch nochmal anschreiben. Zumindest was die Bandbreitenbegrenzung angeht, als Wunsch für die Zukunft beim zukünftigen Update, dass man da mit der Bandbreite ein bisschen nach oben geht. Also das ist, finde ich, doch ein bisschen knapp stellenweise, ne? Okay, man darf nicht vergessen, man will mit dem Ding ja nun keine Urlaubsvideos drehen. Aber es geht besser. Ich sag nur NC800, also ein Traumsystem von Enke. Und die ist, wo liegt die preislich, die NC800? Ich glaube bei 270, hatte ich sie mal vorgestellt. Das ist meine absolute Referenz, ne? Damit muss ich sie natürlich vergleichen, ne? NC800, hier was doch. Sie kostet neu zwei Stück 500 Euro. Aber finde ich sie auch einzeln. Lass mal gucken, jetzt kostet sie bei Enke einzeln. Ich schau mal ganz kurz, damit wir da auch Vergleichsmöglichkeiten haben. Hier haben wir es doch. NC800, da haben wir sie. Als Bullet-System. Ja, den Einkaufswagen ist gut, ne? Dazu muss ich auch einen Preis wissen, Mensch. Ach, da steht's ja. 2,69. Sie kostet 2,69, meine Lieben. Sie ist sogar 30 Euro günstiger als die Insta. Und es ist eine UHD-Kamera, ne? Also die Enke NC800 ist natürlich super. Also da gibt's echt nichts zu pöbeln. Allerdings für normale Kunden einfach eine Nummer zu heftig, ne? Was die Möglichkeiten angeht. Aber man wächst dann ja auch als Kunde mit den Möglichkeiten. Wer es einfach und simpel und übersichtlich, in Anführungszeichen, einfach und simpel und übersichtlich haben will, insbesondere mit diesem PIR-Sensor, das ist natürlich wieder so eine Art Alleinstellungsmerkmal. Das finde ich wieder cool, dass der PIR-Sensor gekoppelt ist mit der optischen Erkennung. Das minimiert natürlich Fehlalarme massiv.
Das ist natürlich ein Riesenvorteil bei dieser Kamera. Ne? Also wer eine sichere Detektierung haben will, ist mit dieser Kamera ganz weit vorne. Ganz weit vorne. Astrein das Teil. Aber sie ist neu und wie gesagt, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Da schreibe ich auf jeden Fall nochmal Insta an und schreibe denen, was mir da nicht gefallen hat. Weil ich finde, bei so einem teuren Produkt müssen die Gewinde müssen gängig sein. Der Fokus muss eingestellt sein. Ja, ich wiederhole mich, ich weiß. Der Fokus muss eingestellt sein und die Bandbreite sollte ein bisschen, das Ganze sollte ein bisschen breitbandiger sein. Insbesondere, weil man die Kamera ja auch per Ethernet direkt anschließen kann. Wobei mit dem, ich war hier im 5 GHz WLAN, wobei mit dem WLAN ist da natürlich auch ordentlich Luft nach oben. Also bandbreitentechnisch sollte es da keine Limitierung geben. Ne? Ich weiß auch nicht, warum Insta das so gemacht hat. Ja, wahrscheinlich gesagt, das reicht. Mir persönlich reicht es nicht, weil ich andere Qualitätsstandards und Bandbreiten gewohnt bin mittlerweile. Aber ihr könnt sie kaufen. Ne? Auch schön hier diese ganzen Dichtgummis, dass das alles nach Anwendung alles beiliegt. Also das ist schon cooles System. Ne? Also mir hat sie große Freude gemacht. So Leute, ich bin jetzt fertig mit dem Video. Ich habe auch keinen Bock mehr. Sollte euch das Video gefallen haben, gebt mir ein Abo oder lasst es bleiben. Ich meine auch ein Abo mehr oder weniger. Ich meine, darauf kommt es ja auch nicht drauf an. Es gucken ja 9%. Also wenn ihr ein Abo macht und ihr guckt meine Videos nicht, da bringt es mir ja auch nichts. Ne? Gebt mir vielleicht nochmal einen Daumen rauf und runter. Das ist auch nicht wenig geworden. Und das sind diese wichtigen Sachen bei YouTube. Damit man auch gefunden wird. Ne? Wenn ihr keine Interaktion habt, gut, Kommentare. Aber so nulli Kommentare bringen mir ja auch nichts. Ne? Aber wenn ihr mir einen Daumen gebt, das wäre schon cool. Ne? Egal in welche Richtung. Dazu reicht es nicht mehr bei vielen Leuten. Wahrscheinlich, weil die Videos so lang sind oder weil die Hälfte der Zuschauer in meinen Videos verstirbt. Das kann natürlich auch sein. Ne? Aber die andere Hälfte, die wirklich umfassend alles mal ganz kurz gezeigt haben wollen, mit ein bisschen Erklärung, so mehr oder minder gut, ich bemühe mich ja, für den könnte dieses Video ja ganz brauchbar gewesen sein. So, also ich höre jetzt auf. Bis zum nächsten Video. Es kommen ganz, ganz tolle, ganz, ganz tolle Videos, aber anders. Das ist das letzte Video in meinem YouTube-Channel, was ich klassisch gemacht habe. Ich werde mich jetzt anpassen und die ganze Geschichte hier bei mir auf diesem Channel deutlich straffen. Jetzt kommen wir wieder zum Anfang des Videos, um eben den Content zu produzieren, den die Leute haben wollen. Also 10 Minuten Videos. Na, so weit will ich nicht runtergehen auf 10 Minuten. Das kann, da bräuchte ich ja nur sagen, hier, coole Kamera, 2,99 ist cool, ist weiß, hat nur Optik und dann lasse ich nur 30 Sekunden Demo-Material durchlaufen, flitz einmal mit euch durch die Menüs so klick, 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 klick. So, und das ist es. Also damit kann man alles machen. Ja, ist ein bisschen wenig, ne? Eigentlich. Aber die Leute wollen das so. Also mache ich es auch so. Haut rein, meine lieben Freunde. Als nächstes kommt entweder der Staubsauger oder also mein Ergo Rapido Spezialvideo, wo ich euch alle, den ich ja komplett zerlegt habe, wo ich alles reparieren musste. Oder eben mein Heizungsbooster für die Wärmepumpe, die dieses Jahr noch hier installiert wird. Also wie gesagt, Gastherme fliegt hier raus, Wärmepumpe wird installiert, die neuen Förderbedingungen stehen auch schon fest. Ich glaube 40% kriege ich von der Investitionssumme, von der Förderpumpe werden 40% gefördert, Wärmepumpe 25%, dann noch 5% für, wenn die Wärmepumpe, oh Mensch, es gibt da so viele Sachen, 5%, genau, glaube ich, 5%, wenn die alte Heizung hier rausfliegt, also wenn die Gasheizung hier rausfliegt, nicht drin bleibt, sondern kriege nochmal 5%, dass ich sage, ich verzichte komplett auf Gas, ich habe kein Öl, kein Gas, gar nichts mehr, nur noch die Wärmepumpe und damit realisiere ich alles, da gibt es auch nochmal 5% und dann gibt es nochmal 10% zusätzlich für noch irgendeinen anderen Schnodderkram. Das hat sich wieder gesetzlich ein bisschen was geändert in diesem Jahr. Und ja, das geht dieses Jahr los. Also dieses Jahr will ich mir eine Wärmepumpe holen und dann will ich circa 40% von der Wärmepumpe, von der gesamten Investitionssumme, werde ich von der BAFA bekommen. Also das mache ich dann auch. Ne? Also meine Heizung ist jetzt, ja genau, 5%, nee, die 5% waren, glaube ich, 5% extra, also 25% generell und 5% waren, wenn meine Gasheizung älter als 20 Jahre ist. Genau, so war das. Dann kriege ich nochmal 5% extra, wenn ich die uralte Gasheizung sozusagen in die Tonne drehe. Und dann kriege ich nochmal 10% für noch irgendwas, keine Ahnung. Und da sind sogar die Investitionskosten für den hydraulischen Abgleich alles noch mit drin. Ne? Das wird auch noch alles gefördert. Also das ist schon ganz cool eigentlich. Also wenn ich jetzt, wann sonst? Ne? So, also mein Test läuft ja jetzt noch 3 Monate. In 3 Monaten beginnt die heiße Phase. Da hole ich mir hier die Leute ran und dann lasse ich mir hier die Kostenvoranschläge und lass das alles mal durchrechnen hier in den ganzen Kram, ob das überhaupt funktioniert.
Und so wie es jetzt funktioniert, und dann kann ich denen ja sagen, deswegen warte ich auch auf die Stadtwerke, was ich am Anfang sagte, auf die Abrechnung. Und dann kann ich denen sagen, die letzten 5 Jahre habe ich um den Dreh 16.000 Kilowattstunden an Heizenergie hier verballert. Und wenn ich dann nachher auf eine Effizienz komme, also eine Kilowattstunde rein, zwischen 3 und 4 Kilowattstunden Wärme, dann passt das wieder. Dann wären das um den Dreh 4.000 Kilowattstunden. Ich will ja auch warm Wasser zubereiten mit der Wärmepumpe. Da muss ich mich nochmal schlau machen, ob ich noch einen Pufferspeicher brauche oder ob Bosch zum Beispiel Systeme hat, wo noch ein kleiner Pufferspeicher in diesem Kasten mit drin ist. Nicht, dass ich da noch riesen unten in dem Hauswirtschaftsraum eine Rieseninstallation da aufbauen lassen muss. Da habe ich gar nicht den Platz für, ne? Weil bei der Wärmepumpe muss man auf ein paar Sachen achten. Die darf nicht zu oft takten, ne? Die soll am besten durchlaufen, ne? Aber vielleicht mache ich da auch nochmal ein eigenes Spezialvideo. Das könnte sehr, sehr spannend werden. Das ist natürlich auch eine größere Investitionssumme, ne? Deswegen, ja, da muss ich noch viele Pfandflaschen aus dem Mülleimer kramen, um die Wärmepumpe zusammenzukriegen. So, meine Lieben, scheißegal. Haut rein, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe Spaß gehabt, einigermaßen zumindest. Jetzt bin ich auch ein bisschen müde. Ich habe Spaß gehabt, ihr habt hoffentlich auch Spaß gehabt. War relativ informativ, das Video. Solltet ihr eine gute Kamera suchen, also macht ihr mit der IN9408 2K Plus. Macht ihr nicht unbedingt viel falsch, aber ihr müsst echt ein großes Portemonnaie haben. 299 Euro sind 299 Euro. Das ist denn schon da sind wir ja schon im Bereich der Oberklasse. Und da erwarte ich auch Oberklasse. Da erwarte ich nicht zugeschmierte Gewinde, wo man die Schrauben nicht reinkriegt. Da erwarte ich bei Lieferungen ein scharfes Bild, zumindest im Nah- oder im Fernbereich. Aber ein komplett unscharfes Bild, das geht schon mal gar nicht. Und, ich sag's ja, und ein bisschen mehr Bandbreite, damit das nachts nicht so grieselig wird, ne? Also so ein bisschen komisch wird, das Bild. Ansonsten nachts auch wunderbar, habt ihr hier vorne gesehen. Und am Carport Ass rein. Also kann man gut mit leben mit dem Teil, ne? Also eine schöne Kamera, aber teuer. Aber wer das Geld hat, wer das Geld über hat, der macht da keinen großen Fehler. So, Peace, meine Lieben, haut rein, bis zum nächsten Video. Vielleicht mit meinem Heizungsbooster. Das wird auch ein cooles Projekt, meine Lieben. Da habe ich mir wieder was richtig Geiles ausgedacht. Zum Nachmachen vielleicht, auch um eure Heizkörper. Übrigens, das geht dieses Heizungsbooster-Video. Das ist nicht für Leute, die in Mietwohnungen leben, geeignet, weil das ist verboten. Weil damit holt ihr sozusagen mehr Heizenergie aus den, weil da habt ihr ja eure Verbrauchszähler dran, da diese Verdunstungsdinger oder diese digitalen. Und wenn ihr die Heizung da sozusagen boostet, schlagen diese Zähler gar nicht an. Das heißt also, ihr holt da wesentlich mehr Energie raus aus den Heizkörpern, als ihr eigentlich bezahlt. Ne? Und deswegen sind die verboten. Aber dann mache ich denn einen entsprechenden Vorwand. Vorspannen vor meinen Videos, ein Warnhinweis, so nach dem Motto für Mieter, ihr dürft das nicht nachmachen. Weil dann würdet ihr euch eine Leistung erschleichen, die ihr nicht bezahlt. Ja, aber für mich ist das natürlich optimal und für jeden, der so in meine Richtung denkt, ein Gebäude, das ist ja hier ein Gebäude von 1988, hat auch schon jetzt 34 Jahre auf dem Buckel, 35 bald, jetzt läuft das Gebäude ins 35. Jahr, ist nicht saniert, aber so ist eigentlich alles schicko hier. Bloß eben, wie gesagt, bei minus 8 Grad kriegt dieser kleine Heizkörper hier die Bude nicht mehr warm. Bei den geringen Vorlauftemperaturen. Also 48 Grad, jetzt läuft sie mit 43 Grad. Das funktioniert auch, aber draußen ist es aber auch warm. Mittlerweile haben wir 12 Grad draußen oder was. Nachts geht es runter auf 7, ist immer noch warm draußen. Also da braucht ihr halt so nicht groß rumbollern, um die Bude hier warm zu kriegen. Ne? Das schafft sogar jetzt auch mein Heizkörper. Also den brauche ich hier gar nicht anschmeißen, meinen Booster, meinen Testbooster, meinen Prototyp. Aber funktioniert wunderbar. Das ist also astrein, wenn es wieder kalt wird, dann kann ich hier boostern. Und das will ich ja voll automatisiert laufen lassen. Das heißt also, das Ding kommt an die Heizung, unter die Heizung ran und läuft quasi die gesamte Saison ohne mein Zutun. Schaltet sich ein und schaltet sich aus, je nach Bedarf, um die Bude hier möglichst warm zu bekommen, ne? Damit ich keinen größeren Heizkörper hier installieren muss. Bei eiskalten Temperaturen und niedrigen Vorlauftemperaturen. Na, und wenn der Booster läuft, dann kann man zugucken, wie die Temperatur hier rauf geht. Ne? Das ist also echt geil. So, tschüss, bis zum nächsten Video. Dann boostern wir mal gemeinsam einen weg hier. Oder wir saugen einen weg. Je nachdem, was zuerst kommt. Peace und tschüss.